Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zum 36. Plankenschnack aus der Dose mit einem Wurst-Headset. Hallo. Und wahrscheinlich noch nie so dicht an der Kamera wie hallo? Hallo, ist da wer? Hallo? 73, könnt ihr mich sehen? Ich bin hier ganz verkehrt an einem anderen Zimmer gelandet irgendwie. Wie sieht's aus? Hallo, Tag. Hi. Wir haben folgende Gäste übrigens. Hallo! Gäste? Einen wunderschönen guten Abend. Standardbesetzung, Slappy und Sali. Und dann haben wir uns noch eine bezaubernde Dame eingeladen heute. Hallo. Wow. Zum zweiten Mal tatsächlich. Mhm. Jetzt ein halbes Jahr her, nicht wahr? Ist schon ewig her. Es ist schon ewig her. Was ist da alles noch Haare? Passiert? Damals hatte ich was? Haare. Haare? Ja. Die ich jetzt nicht mehr habe. Na, anders. Anders, okay. Anders, ja. Das ist anders. Es ist anders. Es ist anders als früher auf jeden Fall. Es ist anders. Hallo. Ja. Weiter erzähl anders. Erzähl doch mal einen Schlag über dich, Ina. Hi. Wer bist du, was machst du hier und wie bist du überhaupt hierher gekommen? Hi, ich bin anders. Nein, ich bin Ina, auf Twitch auch gerne Insania. Inze, wie auch immer ihr wollt. Mittlerweile könnt ihr mich auch wohl gerne Slabby nennen. Ja, ich streame auf Twitch. Und das mittlerweile seit anderthalb Jahren. Alles, worauf ich Bock hab. Wie, du heißt Slabby? Slabby heißt Insania und ich heiße Slabby. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Wann ist das passiert? Slabby, wann ist das passiert? Wann warst du bei den Bibern? Vor 3 Wochen. 3, 4. Vor 3, 4 Wochen. Slabby und ich sind eins. Okay, warte mal, ich muss kurz... Gott sei Dank. Okay, ja. Ja. Gut. Ja, doch. Nicht... Ab ins Loch. Ja. Ab ins Loch. Ich habe nämlich die tiefe Variante eingesprochen. Die Exorzisten-Variante. Genau. Ja. Wir sind quasi die Marketingabteilung der Bieber Bros. Ach so. So ist es. Die linke so und rechte es. Hand des Teufels. Wir müssen nachher nochmal kurz mit den beiden sprechen, aber wir zu früh schon losgelegt haben. Eigentlich sollte das erst später kommen. Richtig, damit es nicht auffällt. Gibt wieder Kohle. Scheiße. Geil. Alles gut, hi. Ich freue mich. Ich bin raus, also danke. Plankenschnack war schön. Regie kannst ausmachen. Ich sehe nicht mehr durch. Toll. Aber jetzt mal zu den eigentlichen Fragen. Wer bist du? Ich bin? Ja. Du hast doch nicht... Du hast ich selber gesagt, manchmal ganz gern tatsächlich. Nein, ja, ich habe doch gesagt, ich bin Ina. Was macht so eine Ina so? Stellst du dich generell nie wirklich vor irgendwo? Oder selten. Ich komme meistens tatsächlich, oder es ist sehr selten, dass ich in so eine Situation komme. Soll ich dir helfen? Hilf mir doch mal. Also die gedankliche Stütze, die ich jetzt geben würde. Hallo, ich bin Ina. Hallo, ich bin Ina. Auch Insania genannt. Auch Insania genannt, richtig. Das ich streame gesagt. Bei Twitch. Ich streame bei Twitch und das seit mittlerweile anderthalb Jahren ungefähr. Und zwar alles, worauf ich so Bock habe. Hast du es nicht mitbekommen? Wer ich? Ja. Ja, mir musst du das nicht erklären, aber es gibt Leute, die kennen mich vielleicht noch nicht. Nein, guck du, ich hab das doch gerade auch schon mal gesagt. Was hast möchtest du denn noch wissen? Doch, habe ich. Nein. Doch. Du hast gleich gesagt, du bist Slappy. Nein, ich habe gesagt, ihr könnt mich auch Slappy nennen oder Inze oder was auch immer, aber ich streame auf Twitch und das seit mittlerweile mehr als anderthalb Jahren und so ziemlich alles, worauf ich Bock habe. Hör doch mal richtig zu, Nils. Hab ich doch. Hast das du nicht? Muss das Headset sein oder so. Oder ich habe noch irgendwelche Holzspäne in den Ohren. Das ich ist weiß wahrscheinlich. Es nicht. Wahrscheinlich ist es das, ja. Das hatten wir schon, siehst du? Das hatten wir schon. Was hast du denn so die letzten paar Tage gespielt? Also, die letzten paar Tage eigentlich ununterbrochen Horizon. Gestern dann das Finale. Und was haben wir davor gespielt? Book of Unwritten Tales 2. Beyond Two Souls. Ich habe jetzt, seitdem ich in der neuen Wohnung bin, also seit ungefähr Ende November, endlich eine Playstation, mit der ich auch streamen kann. Und seitdem recht viel Playstation, ja. Vorher halt ausschließlich PC. Willkommen auf der dunklen Seite. Es ist so schön, Sally. Es weiß, ist so schön. Ich hab's dir immer gesagt. Es ist so schön. Ich hab's dir gesagt, du wolltest mir nicht glauben. Ich wollte dir nicht glauben. Nein, aber es ist so schön. Und jetzt bist du da. Und? Bleibst du? Ich bleibe. Ja, ich weiß. Sehr gerne. South Park, ja. South Park habe ich auch gespielt. Also eigentlich alles, worauf ich Bock habe. Von bis kann alles sein. Ich hab da kein Konzept. Hauptsächlich rede ich eigentlich auch in meinen Streams. Das merkt man gar nicht. Nee? Ich glaube, man sagt nur Hallo, oder? Also deine Zuschauer, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Hallo gesagt hat. Ja, das tut Wahnsinn. Mir leid. Wahnsinn.
Das ist That's ja der reine Begrüßungschat. Ja. Wie lange machst du deine Begrüßung? Also, meistens fängt es an, dass ich wirklich einfach eine Hallo sage, dass ich erstmal losbrabbeln muss und sonst platze ich. Und irgendwann fange ich an, Hallo zu sagen und baue dann meistens ein Delay zwischen 5 Minuten und 20 Minuten auf und versuche dann irgendwann, diesen wieder auszugleichen. Und das zieht das Ganze halt sehr in die Länge. Ja, okay. Hi, ich quatsche viel. Das ist ja fast wie bei mir. Ja, ich versuche halt wirklich jeden zu begrüßen, der im Chat schreibt. Darauf achte ich. Es klappt nicht immer ganz gut, aber das mache ich seit Anfang an und das will ich auch, solange es geht, durchziehen. Auch wenn das halt Delay verursacht, aber ja. Begrüßung ist wichtig. Die Bindung zur Community ist das A und O. Ja. Ja? Na, ohne Community muss... Ja, ohne Community wäre der Stream ein bisschen... Ne? Mager. Ich habe gehört, das ist das neue Ding, sich hinter dem Monitor ein Spiegel hängen. Hinterm Monitor? Ja, dass man sich halt ständig die ganze Zeit selber sieht. Ja? Ein Spiegel hinhängen? Ja, Moment. Ja. Hinter dem Monitor ein Spiegel hängen, dass man sich selber sieht. Aber dann guckst du doch gar nicht mehr auf den Monitor. Wie geht denn dann das Zocken? Verstehe ich nicht. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dann hast du wenigstens einen Zuschauer, wenn du verstehst, wie ich meine. Ich habe meine persönlichen Kameramänner hier. Die halten die Kamera, zeigen mir einen Daumen, machen. Echt? Geil, ja, ich brauche das. So weit bist du schon gekommen? Ich erinnere mich an, als du damals angefangen hast. Ja, mittlerweile kann ich mir Personal leisten. Ziemliches ruhiges Händchen, muss ich sagen. Haben deine Kameramänner. Ich habe gesagt, sie hat was? Wieso habe ich noch kein Personal? Hast du doch. Warum? Du hast doch Katzen und einen Mann. Das ist doch nicht mein Personal. Das ist die Regie, der ist der Chef hier. Ja, Regie ist ja auch Personal. Nee. Nicht? Nee, ich bin die Angestellte. Okay. Und von meinen Katzen auch. Also irgendwie, ich habe da was falsch gemacht. Schade. Kommt noch. Du musst ein bisschen arroganter werden, dann klappt das. Ja. Ja. Das stimmt. Aber Slabby und Sally, wie ist euch denn so ergangen? Ja. Soll ich mal? Voll Mach gut. Mal. Ich ja, sonst ganzen... beschweren sich wieder deine Zuschauer, dass du so leise bist. Was? Nach 2 Minuten vom Stream anfangen. Achso. Warum soll ich denn so die sagt heute 2 Minuten? Was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht, warum immer alle sagen, Sally sagt nichts. Ich lass andere mal aussprechen. Ich habe nicht so viel, weiß ich nicht, Selbstgeltungsklang, dass ich nicht andere Menschen mal 5 Minuten reden lassen kann. Das ist gar kein Problem für mich. Nee, super, ne? Der Frühling ist da. Es ist warm. Es ist super Wetter. Ich war gestern den ganzen Tag draußen mit meinem Mann. Wir haben doofe Einkäufe erledigt, Post verschickt und waren sehr viel draußen. Mein Körper und Gesicht hat es mir heute doppelt gedankt. Aber ich habe alles abgedeckt. Also ihr seht das jetzt nicht so, aber die anderen haben das gesehen. Ich bin rot und ich bin geschwollen. Der Frühling ist er ist echt scheiße. Macht halt echt keinen Spaß, hier zu sitzen und die Sonne scheint dir so ins Gesicht und du bist irgendwo in einem Dungeon drin, weißt du, am Kämpfen. Da musst du alles abdunkeln, damit das mehr Spaß macht. So Frühling und Sommer ist irgendwie, das ist nicht so meine Zeit. Ist nicht so toll. Ansonsten, ich spiele Horizon. Ich verliere mich ganz und gar in dieses Spiel. Es ist so wunderbar. Es sieht so toll aus und es macht so viel Spaß und Horizon ist klasse. Ich habe einen neuen Kratzbaum. Der ist riesig, der ist größer als alles andere hier in dem Zimmer. Und das ist gleichzeitig euer Gästebett? Ja, klar. Da wow. Ist, das sieht man jetzt gerade nicht, aber hier, ab ins Loch. Ne? Ab ins Loch! So, ne, der ist echt super. Ja, ansonsten ist alles schick, ne? Habe ich erwähnt, dass der Frühling echt scheiße ist? Noch nicht. Du siehst bezaubernd aus wie immer. Ja, ich danke. Ich habe auch so viel Abdeckzeug gemacht. Mehr geht nicht. Ja, das sieht aus wie die Masse, die ich in die Löcher geschmiert habe letzte Woche. Ja, ich schmier Zahnpasta in die Löcher und dann streiche ich drüber. Dann hast du ja richtig erfrischende Manchmal nehme ich auch noch Zewa und kaum ein bisschen auf dem Zewa, stopst ins Loch und... Ja, ich bin professionell, was das angeht. Stefan hat das mal gesehen. Kein Kaugummi? Nee, Kaugummi ist nicht so gut. Der Kaugummi wird nämlich nicht so richtig hart, das dauert zu lange. Aber wenn du, das wird wie Pappmaché, wenn du Zewa nimmst und das Zewa kaust. Aber Zahnpasta auch? Steckst, über Zahn ist wie Spachtelmasse drüber, weißt du? Dann ist eine glatte Fläche und dann kannst du drüber streichen. Ah. Ja. Ja? Slabby, was hast denn du so gemacht die Woche? Ich nehme Molto-Zeugs. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Was ist das? Molto...
Irgendwie. Das kommt direkt in der Tube, das sprühst du da rein und dann wird das hart nach einem Tag. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Mir geht's gut. Ich mag Frühling und Sommer, weil ich mag Sonne. Ich habe schon genug, viel zu lange nicht mehr Sonne gehabt. Deswegen freue ich mich darauf. Aber ich habe auch kein Problem mit Moltophil. Ja, genau, so heißt das. Danke. Ich habe auch keine Probleme mit Allergien, die von draußen kommen. Ich habe da eher Probleme mit Allergien, die von drin kommen. Aber warum reden wir über Allergien? Ich habe Zelda gespielt. Oh, das was für ein schlechter Übergang. Do I need to say more? Ja, ich mag ja, die Wildnis. Ich habe kein Problem mit Wildnis. Ich mag die. Deswegen spiele ich Zelda. So. Wildnis? Ja. Da gibt's Pollen. In der Wildnis. Du meinst draußen. Ich habe gedacht, du meinst Wildnis bei Zelda. Ja, auch. Das war ja mein Übergang. Was für ein Anfang heute. Ja, fahre fort. Ansonsten geht's mir gut. Ich bin ein bisschen müde, aber das bin ich eigentlich immer, von daher. Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast bei dir nichts Neues, oder? Ja, eben. Du hast ich kann momentan auch an nichts anderes ehrlich gesagt denken, so spielemäßig als Zelda. Ich habe Bloodborne abgeschlossen, in Anführungsstrichen, als Zelda rauskam und seitdem zocke ich das nur und ich achte noch nicht mal mehr auf meine Zeiten, wann ich normalerweise anfange oder ende, sondern sobald ich Zeit habe, spiele ich's und dann spiele ich auch so lange, wie ich will. Und dann sind jetzt so ein paar 9-Stunden-Streams auch angehäuft worden. Was ja, aber für mich jetzt nicht, ne? Ja, was für mich jetzt nicht so normal ist, dass ich mal 9 Stunden am Stück streame. Mein Hirn kann das nicht. Irgendwann, ich habe so ein Hirn, da, wenn ich 5 Stunden am Stück quatsche, dann setzt sich da irgendwie dieser Quatsch fest und dann geht's einfach nicht mehr weiter. Und dann muss es ja erstmal wieder raus. Okay. Ja. Nein, ich bin schlank. Aber danke der Nachfrage, Dome. Wie war das, was ich dich fragen wollte, wie war denn das mit dieses Wochenendding? Welches? Was hast du da gemacht? Also du hattest ja gestern irgendwas getwittert von wegen Wochenende. Ich mache jetzt Wochenende. Ich bin aus der Tür gegangen und da gibt es so Menschen, die nennen sich Freunde und mit denen setzt man sich zusammen und dann unternimmt man was und dann unterhält man sich. Das ist so wie mit Chat, nur dass dann tatsächlich auch andere Menschen einem gegenüber sitzen und man nicht gezwungen ist, die ganze Zeit selber zu quatschen. Gemacht. Wir haben total lang gequatscht und so. Ein Date, ja. Ja. Haben wir auch gemacht. Ja, dafür haben wir aber kein Wochenende gebraucht. Ja, ich schon. Weil meine ganzen Freunde, die gehen sonst immer arbeiten. Und die können halt nur am Wochenende. Hat er nicht gesagt gerade, ne? Die haben halt echte Jobs. Ja, das ist super. Schön. Ich kann ja nichts, also das ist echt traurig, weißt du, wenn deine Freunde alle noch so in der Höhle wohnen. So meine sind, guck mal hier, zack, zack. Headset auf, hi! Weißt du, Slabby, wahre Freunde nehmen sich auch mal in der Woche Zeit, nicht am Wochenende. So sieht's aus. Ja, das stimmt. Ja, Slabby, dann haben wir deine Freunde ja jetzt enttarnt. Richtig. Ja. Schade. Mist. Neue suchen. Forever alone. Hello Darkness, my old friend. Tja, was sollen wir sagen? Können wir Slappy Chat, könnt ihr Slappy ganz kurz auffangen und ihn etwas geben? Er ist so einsam. Bitte. Inskip Slappy. Liebt. Danke. Liebt Slappy. Übrigens, meine Damen und Herren, falls Sie da draußen irgendwelche Fragen haben, Sie können sie gerne bei Curse oder auch unter Hashtag Plankenschnack bei Twitter stellen. Also nutzt dieses Medium, falls Sie irgendwelche Fragen haben. Wir werden heute das erste Mal, ich glaube, hatten wir letztes Woche schon das Community-Thema? Also letztes Mal? Ja, hatten wir schon. Also wir werden heute zum zweiten Mal über ein Thema reden, was ihr vorgeschlagen habt. Das könnt ihr auch unter der Woche, also in den 2 Wochen bei Twitter vorschlagen. Und wir haben sehr schönes heute, muss ich sagen. Mir gefällt es, ich freue mich drauf. Es ist sehr kontrovers und auch interessant, oder? Ja. Mhm. Ja. Ich freue mich dolle drauf. Ja, das wird schön. Aber die letzten 2 Wochen sind ja echt eine Menge Sachen passiert, oder? Habt ihr auch so das Gefühl, dass Februar, März einfach vollgestopft ist mit Computerspielen? Mhm. Vor allem März. Ja, das habe ich vor 2, 3 Wochen habe ich doch gesagt. Und vor einem Monat habe ich das gesagt, dass einfach alles im März erscheint.
Ist Wahnsinn. Es kommt ja noch hier, ne? Mass Effect erscheint noch. Oh, Mass Effect. Oh. Oh. Mass Effect. Wer hat geschnarcht? Wer war das? Wer ist das? Weiß nicht. Aber worüber ich noch kurz mit dir reden wollte, Snappy, und zwar der Planken-Schnack, wollte ich gerade sagen. Nee. The Hunter. Nee, was erzähle ich von The Hunter? Die Switch, mein Kopf, Entschuldigung, ich hatte gerade drei Gedanken auf einmal. Die Switch, hast du dir die zugelegt? Nein. Nicht? Nein, ich wollte, aber ganz im Ernst, Zelda ist für die Wii U erschienen, eine Konsole, die ich bereits besitze. Und es ist exakt das gleiche Spiel, bis auf leichte Unterschiede in der Darstellung, aber wirklich kaum merkbar. Also auf der Switch läuft es halt im Fernsehmodus in 900p und auf der Wii U in 720p. Weil es einfach so ein massives Spiel ist, das einfach die begrenzte Hardware von Nintendo-Konsolen einfach nicht hinbekommt, in 1080 darzustellen. Und da es jetzt nicht den Unterschied gibt, ist halt keine Konsole für Grafik, wie sagt man, Grafikhuren, sondern für... War ja noch nie. Nee. Dafür ist ja Nintendo bekannt. Ja, doch, die GameCube war noch relativ technisch auf dem hohen Stand der GameCube. Das ist schon lange her. Das ist sehr lange her, ja. Seit der Wii fahren die da eine andere Schiene bei Nintendo. Deswegen, aber ich muss sagen, also klar hört man von vielen Problemen, aber das hörst du bei allem. So, wenn neue Geräte rauskommen, wirst du immer die Leute haben, die irgendwelche Bugs haben oder so. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum ich 300 € für oder 370 Euro für ein Spiel ausgeben muss, wenn ich es auch für 70 bekomme. Ich fand die Switch wirklich abschreckend. Also ich habe mir mal ein paar Tests angeguckt und ich fand sie sehr abschreckend. Ist nicht meins. Diese kleinen Nippelsen da so und dieses Tablet-Zeug, das ist schon alles. Das hat mich schon bei der Wii U. Ich nehme nie dieses Tablet in die Hand. Ich habe mir diesen Pro-Controller gekauft. Ne? Ja. Und den nutze ich immer. Der ist auch wirklich gut. Wo ist denn das Ding? Der hier. Der ist richtig gut. Ich scheue mich davor, dieses riesen Ding in die Hand zu nehmen. That's what she said. Gott. So, mal wieder für Erwachsene. Nee, das ist, also ich habe gar keine Ambitionen, mir die Switch zu besorgen. Ich für ein Mario oder für ein Xenoblade oder für ein Monster Hunter oder für ein Pokémon, wenn das mal darauf kommt, dann überlege ich mir das. Aber ich war schon immer so, dass ich wegen den Spielen mir eine Nintendo-Konsole kaufe, nicht weil ich irgendwie mit Freunden cool irgendwie rumhocken will auf Partys und Partyspiele darauf spielen möchte. So. Ja, mit deinen Freunden kannst du ja nicht zocken, ne? Was haben die sich eigentlich bei den Controllern gedacht? Keine Ahnung. Aber also ich habe das ja jetzt mal so, die sind ja ungefähr Feuerzeug groß, ja. Ja. Hä? Also was geht bei Nintendo in deren Köpfen vor? Na, es soll, auch die Anordnung von den Sticks und den Knöpfen. Kann man die nicht überall ranbasteln? War das nicht so, dass man die überall mit einem irgendwie... Du kriegst ja so einen Träger noch mit dabei und dann kannst du die links und rechts so reinpacken und dann hast du halt einen richtigen Controller. Ja, super, da kannst du noch zum Baumarkt gehen und dir ein Stück Holz zu sägen, dann hast du ungefähr dasselbe. Also ich habe mir das angeguckt, ich bin da jetzt kein irgendwie so Anti oder Hate oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also ich muss sagen, so dieses kleine Ding würde ich auch nicht unbedingt jetzt benutzen wollen, wenn ich ehrlich bin. Also selbst wenn das zusammengebaut ist, musst du ständig an der rechten Hand den Daumen so weit runter machen, weil dort dieser Stick ist, das ist so, weiß ich nicht, so außerordentlich kompliziert. Hm. Auch dieses Schräghalten, wenn du mit deinen Freunden... Also jetzt mal, wir fassen das mal ganz kurz zusammen. Ich habe, oh ja, das nehme ich hier. Ungefähr so groß ist dann der Controller und dann sitzt du da. Oh yeah, Portable Gaming! Ey, das ist voll die Experience hier, ey! Also, aber ich frage mich wirklich, das hattest du mit dem DS genauso. Der DS war auch am Anfang super mini und dann haben sie halt einen DS XL oder wie die hießen, rausgebracht. Vielleicht kommen sie ja in 2 Jahren mit einer XL-Variante von der Switch. Also wirklich in groß und dann bessere Hardware. So. Setzt sich ja jetzt auch so langsam durch, ne? Die PlayStation in der Pro-Variante oder die Xbox kommt jetzt auch demnächst verbessert. Ja, das hatte die PlayStation 3 aber auch schon.
Die gab es dann auch schon in der Slim-Variante und also von dem her, das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist halt der Controller, das ist eine Katastrophe. Also wenn ich das meinem Mann in die Hand gebe, der kann das nicht. Das ist ihm einfach zu mini, zu Sisyphus. Nee, bin ich jetzt. Ich habe mir den Pro-Controller noch nicht angeschaut. Ist der so wie der Pro-Controller von der Wii U? Ist das der gleiche Controller? Nee, das ist nicht der gleiche. Der ist ein bisschen, wenn du jetzt hier die von der Wii U dir anguckst. Ja, genau, den der, habe ich. Warte mal, welcher ist denn das? Der hier. Der Controller wurde vertauscht, also dass die Buttons jetzt oben sind und der Analogstick hier. Und der hat halt dieses HD-Rumble, was die kleinen Sticks halt auch haben. Dass der wirklich, wie diese normalen Vibrationsmotoren drin hat, nur die wirklich an verschiedenen Stellen Vibrationen auslösen können. Also die haben da irgendwie so eine neue. Ich habe selber noch nicht gefühlt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es sich so anfühlt. Aber alle Leute, die es mal gespürt haben, sagen, dass es tipptopp sein soll. Tatsächlich. Dass jetzt nicht das ganze Ding vibriert, sondern dass es an verschiedenen Stellen vibriert. Also, wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Also, ich bin da nicht anti. Ich kann mit den Nintendo-Sachen selber nicht so wirklich was anfangen. Wobei ich sagen muss, Zelda war echt gut. Also, das, was ich mir angeguckt habe, das sah sehr solide aus. Ist nicht so mein Ding. Ich würde es selber nicht spielen. Aber es war doch sehr viel Innovation drin, muss ich sagen. Es ist natürlich so ein bisschen kindlich gehalten, finde ich. Wenn man das so sagen darf, Entschuldigung. Nintendo, ja. Aber mit der Konsole, ich kann mit der Konsole gar nichts anfangen. Also zumal du dir die Switch kaufst für, ich glaube, 300 Euro, ja, und dir dann für 70 Euro noch einen Controller kaufen musst. Ja, musst, kannst, solltest, im Idealfall. Ja, wer wirklich spielen will. Willst du auf den Dingern spielen? Also, naja, wie gesagt, die Dinger kriegen halt noch so ein Ding zugeliefert, auf die du das zu einem Controller halt zusammenstecken kannst. Ja, nichtsdestotrotz ist das so. Ich glaube, bei Ergonomie haben die alle nicht so aufgepasst, aber das ist, kann ja nicht jeder irgendwie. Ich verstehe einfach nicht, warum du das Ding mitnehmen musst. Es gibt doch, die haben doch ein Handheld. Es gibt doch ja, aber da ist jetzt ein bisschen mehr Technik als im DS drin. Oh, okay. Und der DS hat halt zwei Bildschirme und die wollten halt wirklich so ein bisschen so eine Konsole, die ein bisschen in Richtung Handheld geht. Ich glaube, der Vorteil, was sie daran wahrscheinlich gesehen haben, ist, dass du zu Hause spielen kannst und den Fortschritt mitnehmen kannst und dann unterwegs weiter spielen kannst und dann da weiter. Das kannst du ja mit dem DS nicht machen, ne? Oder für anderthalb Stunden, bis der Akku kaputt ist nach dreimal aufladen. Und dann musst du zu Nintendo gehen und ihn wechseln lassen. Woohoo! Also ich bin auch total raus mittlerweile aus Nintendo. Die letzte Konsole, die ich mir zugelegt habe, war die Wii. Auch nicht mehr die Wii U. Ich hätte auch total Bock auf Zelda, aber nein, Switch, nein. Ich habe ehrlich gesagt damals, als es groß angekündigt wurde, mir mal dieses Video dazu angeguckt, aber mehr auch nicht. Also, weil es mich überhaupt nicht juckt, muss ich sagen. Es hat mich null angesprochen und weiß ich nicht. Nintendo ist irgendwie raus. Bis auf Zelda. Ich schaue gerne. Also ich schaue unglaublich gerne Mario 64, ich schaue unglaublich gerne Mario Maker, aber das gucke ich halt bei den Pro-Gamern, bei den Speedrunnern und sowas. Mhm. Das sehe ich richtig, richtig, richtig gerne. Ich schaue mir auch gerne alte Donkey Kong-Sachen, also Sachen, die ich selber früher gespielt habe, aber ich habe es selbst gesehen. Wir haben uns ja die Wii U geholt und hatten damals Donkey Kong Frozen Yogo, ich weiß nicht, irgendwas mit Frozen. Joghurt. Ja, so merke ich es mir. Irgendwas mit Frozen heißt es. Ich weiß nicht, ich war als Kind, ich war richtig gut in diesen Spielen. Ich habe die durchgespielt bekommen. Und heute kriege ich so schlechte Laune, weil ich einfach nicht, weiß ich nicht. Also Jump'n'Run bin ich irgendwie raus von. Ich gucke gerne zu, spielen kann ich es auch nicht mehr. Gut, Zelda ist jetzt kein Jump'n'Run, aber vielleicht hole ich es mir irgendwann mal für die Wii U. Irgendwann mal, wenn ich mal, weiß nicht. Ich habe so viel anderes gerade rumliegen, was mich mehr interessiert zum Spielen. Und bei Zelda schaue ich zu. So ein bisschen und dann wieder nicht mehr. Reicht dann auch. Ja. Ja. Ja, das, also ich habe es mir 5 Stunden angeguckt. Wie viel? 5. Ja. Damit ich mir mal so ein Bild machen kann. Ich meine, ich habe selber nicht gezockt. Ich bin nicht so ein Zelda-Fan. Aber ist nicht so mein Ding. Nee, das ist absolut nicht meins. Also ich habe es jetzt 30 Stunden gespielt
und bin overly in love mit dem Spiel. Aber ich bin halt Zelda-Fan. Schon seit Ocarina of Time. Nicht mehr Nintendo? Auch, sonst klar, Mario auch, okay. Und sowas werde ich auch spielen. Ne? Also wenn das nächste Mario rauskommt, werde ich mir, denke ich mal, schon die Switch holen, weil ich schon ganz gerne die Spiele spiele. Ich habe halt, bin halt mit Nintendo aufgewachsen. So. Ich habe als 5-Jähriger ein NES geschenkt bekommen und wollte immer nur da dran. So, meine Eltern mussten mich halt wegzerren von der Konsole. Und dann irgendwann habe ich eine N64 bekommen, Zelda reingesteckt und seitdem, keine Ahnung. Du hast den SNES übersprungen? Ja, meine Eltern wollten mir den nie kaufen. Was? Ja, das war sehr gemein. Den musste ich leider überspringen. Du hattest auch damals schon keine Freunde, oder? Nee, er musste extra am Wochenende rausgehen und welche suchen. Ja, genau. So wie heute, also hat sich nichts geändert. Schön. Alles wie immer. Das ist alles wie immer. Slevy, ich finde es schön, dass du mit der Zeit gehst und auch Traditionen mitnimmst. Ja, also, richtig. Altmodisch, Slevy ist halt einer vom Altmodischen. Mhm. Ja. Konservativ. Never konservativ, change a running system. Ja. kommen wir doch zu einer anderen Konsole. Da gab es ja vorletzte Woche kam Horizon Zero Dawn raus, wo da auch sehr viele Leute so ein bisschen gehypt waren. Mhm. Ich glaube, Sali, Ida und ich habe es gespielt, oder? Du nicht, Slevy? Richtig? Nee. Das ist bei mir genau das, was bei euch Zelda ist. Das habe ich mir auch angeguckt, habe es mir auch ganz gerne angeguckt bei manchen von euch. Ja. Aber es interessiert mich überhaupt nicht, das spielen zu müssen. Das sieht mir nach Assassin's Creed irgendwie aus. Und ich habe ja schon häufiger gesagt, ich finde halt die Aloy sehr unsympathisch. Könnte ich mich jetzt irgendwie nicht reinversetzen, die zu spielen. Und deswegen sehe ich da nicht so den Drang, selbst da mal Hand anzulegen. Und ich fand es so großartig. Ja, so, keine Ahnung, so ein AAA, super viel Budget reingeklatscht und halt, ne, das sieht gut aus, die Story ist ganz cool, scheinbar, aber ich habe einfach, es interessiert mich nicht, selbst zu spielen. Na, wer möchte denn das Wort ergreifen? Großartig, ich bin verliebt. Großartig. Ich bin seit Anfang an verliebt in dieses Spiel. Allein schon, ich habe das Spiel angemacht, ich habe die Einstellung angenommen, ich habe die Cutscene gestartet und ich saß hier und hatte Pipi in den Augen. Ist jetzt für mich nichts Besonderes, müssen wir das festhalten, aber das ist einfach so schön. Ich bin von der Grafik begeistert. Ja. Ich spiele auf der normalen PlayStation, nicht auf der Pro. Ich werde öfter mal gefragt, weil das wohl offensichtlich auch so schon sehr gut aussieht. Ich weiß nicht, wie der Unterschied jetzt noch ist zwischen Pro und PlayStation 4, aber ich fand es einfach wunderschön. Keine Sorge, ich glaube, hier möchte niemand richtig spoilern. Aber das Kampfsystem macht super viel Spaß. Die Story insgesamt ist großartig. Es hat mich so ein bisschen, es ist jetzt der Vergleich hinkt, aber es hat, also Witcher ist ja sowieso meine Number One überhaupt und es ist so ein bisschen, kommt es da vom Spielerlebnis schon so ein bisschen ran, weil du auch zwischendrin Sachen machen kannst, du kannst Sachen sammeln, du kannst einfach mal auch woanders hingehen und so und das ist alles so echt so schön miteinander kombiniert. Also ich hatte keinen Moment, ich hatte zwei Rage-Momente, das lag aber daran, weil das Spiel mich wohl ein bisschen verarscht hat. Oder weil die Macher vom Spiel mich ein bisschen verarscht haben. Aber grundsätzlich, ich habe das weggesuchtet. Also es war schon lange nicht mehr so, dass ich in ein Spiel so sehr verliebt war und dass ich das nur noch spielen wollte und dass ich gar nicht aufhören konnte, es zu spielen. Ja. Mit einem Witcher würd ich's jetzt nicht vergleichen. Nein, nicht vergleichen. Ist, nein, auch nicht auch nicht gleichsetzen vom Ding. Da ist Witcher schon noch. Natürlich. Aber so leicht vom Gefühl. Und so viel größer und so viel mehr. Ja, selbstverständlich. Ist einfach mehr. Es ist schade, dass das ist so ein Spiel wie eben so ähnlich wie Far Cry Primal. Da kann ich schon abschätzen, wie viele Stunden ich in diesem Spiel verbringe, bis ich einfach alles gesehen habe. Und das ist immer so schade in diesen Action-Adventuren. Das sind dann so 60 Stunden meistens. Und in 60 Stunden hast du dann aber auch alles eingesammelt und meistens alles gesehen. Und ein Witcher, da sitze ich nach 200 Stunden noch da und habe immer noch nicht alle Quests und jedes Fragezeichen wirklich abgearbeitet. Das ist, aber es ist ein großartiges Spiel. Und es catcht einen, es hält mich fest. Ich will weiter rausfinden, was dort passiert ist. Ich finde es. Und es sieht halt so unglaublich gut aus, ne? Also, ich bin ansonsten nicht der Mensch, der sagt: Grafik, Grafik, Grafik. Aber es sieht halt einfach
verflucht gut aus. Egal, wo du hängst, der Fotomodus ist sensationell gestaltet. Also was du damit alles anstellen kannst, es sieht einfach toll aus. Und es macht Spaß, da einzutauchen und seine Zeit dort zu verbringen. Es ist großartig. Es ist ein großartiges Spiel. Ich hatte die müde Erkenntnis, dass es wie jedes andere Ubisoft Open World Spiel ist, leider. Was? Findest du? Finde ich gar nicht. Funktürme einsammeln, Lager wegmachen. Hallo, willkommen bei Ubisoft. Sind doch nur 6. Ja, aber es ist drinne. Und also ich mag das Spiel und ich finde es auch gut, aber es hat genauso seine negativen Seiten. Das Schöne ist, dass bei Horizon es verpackt wurde, dass einem das nicht so wirklich bewusst geworden ist. Ich finde, dass es bei den Ubisoft Open World Titeln einfach dir, du weißt ganz ohne, wenn du kein Funkturm aufnimmst, dann so geht das nicht. Und sie führen dich aber mit einer Quest zu diesem Funkturm ran. Und auch die anderen sind so leicht questig gemacht und nicht so, ja, okay, ich muss da hingehen. Muss das einsammeln. Aber es ist im Endeffekt ist es nichts anderes als diese anderen Open-World-Titel. Wie gesagt, sie haben es schöner verpackt. Es ist noch ein Schleifchen drumrum und ich finde auch, dass es sehr innovativ ist. Also ich habe in der Form so noch nichts gespielt. Ich jetzt. Ja, da draußen werden wahrscheinlich einige. Also dann doch nicht wie jedes Open-World. Weil ich meine, was willst du anders machen? Ich rede vom Thema. Das ist Open World. Es ist halt einfach so, wie es ist. Sachen einsammeln. The Witcher ist halt so das Ding, wo es nicht so war. Außer Fragezeichen einsammeln. Das war das Einzige, was man einsammeln konnte. Das konnte man aber auch einfach ignorieren. Ich meine, so Funktürme kannst du einfach nicht ignorieren. Das geht nicht so. Solche Banditenlager, die kannst du wiederum ignorieren. Und das ist halt das Schöne. Aber ich will da auch nicht wieder diese Diskussion um Open World lostreten, weil alles in allem hat, wie gesagt, Far Cry Horizon ist halt so das schönere Far Cry, finde ich, in schön verpackt. Wobei ich auch sagen muss, ich fand das Kampfsystem, es war sehr nett, aber auch genauso bescheuert, weil ich bin völlig überlevelt gewesen am Ende, als ich in die Hauptstory reingegangen bin und ich habe nie mehr Schaden gemacht. Was völlig bescheuert ist in meinen Augen, weil man kennt das ja so vom Gefühl her, man levelt und dann macht man irgendwann mehr Schaden. Und es ist einfach nicht mehr geworden und das war sehr enttäuschend. Für mich auf jeden Fall. Ich bin mit Level 40, glaube ich, in die letzten Quests gegangen, wo andere Leute mit 20 oder 23 reingegangen sind und ich habe halt nicht viel mehr gemacht und das fand ich ein bisschen traurig irgendwie. Wobei ich aber auch wiederum diese Schwachstellennummer, die fand ich sehr cool. Was aber auf der anderen Seite wieder dazu führt, dass du dieses riesige Waffenmenü ständig im Fight irgendwo, okay, das und dann sitzt du da und schwitzt dir einen ab, egal ob Pause oder nicht, aber du musst dann, okay, jetzt brauche ich die Waffe und dann machst du einen Schuss. Oh nein, scheiße, ich habe nicht getroffen. Dann rennst du wieder eine halbe Stunde? Okay, noch einer. Oh, schade, wieder vorbei. Oh fuck, nochmal laufen. Okay, ich nehme eine andere Waffe. Es war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Gerade auch, weil die ganzen Figuren, die dort, also die Mobs, die dort drin waren, einfach viel zu schnell waren, finde ich. Also um das irgendwie mit dem Gamepad zu kompensieren, finde ich. Also selbst wenn du diesen Ruhemodus angemacht hast. Ich sag nur Vögel, okay? Das ist kein Spoiler. Ja, die habe ich, die sind wirklich. Ja, das stimmt. Die habe ich, die sind. Wow. Ja. Ich glaube, so geht's allen, oder? Ich glaube, alle haben an diesem Punkt gesagt, okay, Hassgegner Nummer 1. Aber ansonsten finde ich das eigentlich, ich finde das super. Ich mag das, dass man eben. Dass dir viele Waffen gegeben werden und dass die auch was bringen. Also das ist eben, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, dass man im höheren Level nicht mehr Schaden macht, weil wenn man auf die Schwachstellen schaut, ne, bei einem Behemoth, wenn ich weiß, was ich machen muss, dann ist das, ne? Dann nagel ich dem erstmal am Boden fest und dann das drauf und das drauf und das und ich finde das, also was das ich macht auch so viel Spaß. Was ich ja schön finde, dass so viele Mobs anders funktionieren, dass du sie anders angehen musst teilweise, aber du kannst als generell einfach viele oder eine ganz große Freiheit darin, wie du das angehst. Du hast Fallen, du hast deine direkten Waffen, du hast dies, also du kannst tatsächlich Mobs unterschiedlich besiegen und das fand ich so
Ja, fand ich gut, weil du selber halt rausgefunden hast, wie Mobs auch funktionieren, am besten für dich. Also das sieht man, wenn ich unvorbereitet in sagen wir mal, Habichte reinlaufe, ne? Dann nehmen die mich auch auseinander. Wenn ich aber den ersten Schuss mache und genau weiß, wo, wie, was, dann sagen die, oh, das geht aber, die gehen ja schnell. So, ja, wenn ich den ersten mache, den ersten Schuss und gucke, wo die sind, dann geht das auch flott. Ne? Dann weißt du genau, das setzt du drauf, das und dann ist das Ding Matsch. Naja, wenn sie den ersten machen und sie sind hinten dran, dann dauert es etwas länger. Ja. Aber der Nahkampf. Ich wollte nur sagen, der Nahkampf war ein bisschen, war halt Nahkampf drauf. Aber der Fernkampf, den fand ich fand's großartig. Ich hab's geliebt. Ich habe total oft extra den Kampf gesucht. Weil ich das ich hab das so total genossen. Also ich fand das echt gut. Obwohl, ich hätte dran vorbeilaufen können, aber nein, ich wollte dann. Weil das echt, mir hat das super viel Spaß gemacht. Das ist für mich immer noch schwierig, mit dem Controller zu zielen. Ich glaube aber, das geht auch dir so, obwohl du mit dem Controller schon so, oder? Hast du keine Probleme, mit dem Controller zu zielen, Sally? Ich meine, du bist ja jetzt Controller Pro. Naja, wenn du daneben schießt, du schießt auch mit einer Tastatur und mit einer Maus daneben. Nee, es geht nicht um daneben, aber wirklich so dieses, bei mir war es halt wirklich so oft so, oh Gott, wo ziele ich denn jetzt hin? Ich habe da echt noch Probleme mit. Aber nee, das ist Gewohnheit. Das ist Gewohnheit, ja. Das aber grundsätzlich hat mir das so viel Spaß gemacht. Trotz dieser Controller-Schwäche. Es war halt einfach echt. Ich finde die Kamera sehr gut gelöst da drin. Also es ist sehr, sehr angenehm, auch bei großen Gegnern, dass das nicht, ne? Also ich. Ja. Kannst du nicht? Ich hab gar keine. Was? Die direkt vor deiner Fresse stehen, hast du nie irgendwas gesehen. Ich fand es wirklich an manchen Stellen fand ich sehr, 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 sehr anstrengend. Aber das meine ich halt, wenn die Gegner agil sind. Und die waren halt alle agil. Egal, ob du jetzt da diese blöde Falle nimmst und Leute über die Fallen rüber springen oder einen Seilwerfer hast oder sowas. Mit dem Seilwerfer mag das gehen. Ja, natürlich, aber du musst halt mit dem Scheiß erstmal was treffen. Und alle Gegner haben so diesen Moment. Aha, er hat seinen Bogen gespannt. Oh, warte, ich geh noch mal ein Stück beiseite. Oh, hast du mal gestoßen? Was machst du noch mal? Du kleiner Idiot. Und so ging mir das ständig. Und ich finde das so anstrengend, diese Vögelviecher, was ich geflucht habe. Und ja, ich weiß, dass man sie an den Boden tackern kann. Aber wenn du da stehst, sie anvisierst, abzieh und dann, oh, der Gegner, der vorbei. Na, ja, aber wenn sie dann direkt an dir vorbeifliegen und du gerade im Slow-Mode bist und dann Also da hätten sie ruhig irgendwie, finde ich persönlich, noch was machen können. Das war ein bisschen, wie gesagt, also selbst mit allen Sachen, die du hättest benutzen können. Am besten hat mir gefallen, diese Mobs. Achso, nee, das wäre ein Spoiler. Okay, ich werde mir das aufheben. Aber alles in allem war es sehr schön. Also storytechnisch und so, wie sie es verpackt haben, war es sehr, sehr geil, muss ich sagen. So die ganz meinst du den ganz großen Mobs? Ja. Aber wir würden jetzt spoilern. Also nee, ich mach nur, die finde ich auch mega. Ja. Wenn die mega. Aber da ist halt wieder so die Schwierigkeit, wenn die in dir drinne stehen, und die sind ja nur alle nicht gerade klein. Eloy ist ja nur kein Riese. Und ich, also gerade, wie gesagt, die Agilität, und dann kommen sie auf dich zugesprungen. Aha, okay, du hast aber einen geilen Bauch. Kille, 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 hallo. Und dann geht's weiter und dann, oh, warte, ich drehe, oh, schade, er ist schon wieder auf der Seite. Oh, ich meine, man muss das ja nicht für Rentner machen. Aber so ein bisschen Auto-Aim wäre geil gewesen. Also ein bisschen mehr. Ich träume ja immer noch von Uncharted. Uncharted war so geil, und das sage ich auch jedes Mal, wenn ich auf der Konsole spiele, gerade für so Leute wie mich jetzt oder vielleicht wie Ina, die das nicht wirklich beherrschen. Auto-Aim ist der Hit? Mhm. Warum bauen sie das nicht ein? Dass du einfach nur R2 und dann fupp, bist du auf den Gegner drauf. Nee, das geht nur, wenn du so ein Stück daneben bist. Und bei Uncharted war das mega geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube sogar, Dings hat das gehabt. Far Cry Primal hat das sogar ansatzweise. Viele Spiele haben das. Gehst in die Deckung, ne, zielst einfach und beim Zielen siehst du schon, da ist der Nächste. Und dann, ja, ich finde, das nimmt manchmal auch ein bisschen. Ja, aber wenn du mit dem Controller spielst, dann brauchst du Auto-Aim. Also ganz im Ernst, ich habe Uncharted 4 habe ich angemacht, ich habe es auf hart gespielt und dachte, es gibt halt kein Auto-Aim, weil ich es auf hart spiele. Und erst so bei Mission 18 habe ich rausgefunden, ich kann es in den Optionen trotzdem anmachen und kriege auch immer noch die Achievements, die ich für hart bekomme.
Und dann war das plötzlich ein komplett anderes Spiel. Das ist halt mega geil, oder? Weil dann kann man das Spiel richtig genießen. So. Ja, eben. Und so habe ich mich die ganze Zeit nur aufgeregt. Ohne Auto-Aim. Weil der Controller ist einfach nicht dafür gemacht, damit du irgendwie den Kopf triffst oder sowas. Also. Und ein bisschen Auto-Aim hat es schon. Also wenn du einen Pfeil schießt und der ist einfach... Also ich habe schon oft gedacht, shit, der geht daneben. Und dann hat er halt doch getroffen. Ne? Also so ein bisschen ist in Horizon schon drin. Naja, er hat Auto-Aim, aber wie sie sagt, halt wirklich, du musst schon in die Richtung ziehen. Also du musst schon eigentlich fast treffen, damit er... Und manchmal hatte ich das Gefühl, eigentlich bin ich genau drauf und der Bogen ist komplett durchgespannt. Er geht trotzdem daneben. Aber gut. Grundsätzlich. Habt ihr mit der Collector's Edition Rüstung gespielt? Nee. Anfangs. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja gar keinen Schaden kriege. Ich habe dann auf schwer gestellt, habe dann festgestellt, es ist immer noch irgendwie blöd und habe dann die Rüstung ausgezogen und habe dann irgendwann wieder auf normal runtergestellt. Aber dann war auch gut. Dann war ich auch zufrieden mit dem Schaden. Ich habe das komplett durchgezogen. Mit der Rüstung? Ja. Und ich habe mir der... Oh nee, das kann ich auch wieder nicht sagen. Ich habe das komplett durchgezogen. Ja. Ich habe dann auch die anderen getestet und ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall haben sie ziemlich hart gepennt. Also irgendwas haben sie da falsch gemacht. Definitiv. Also wenn das so sein soll, na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe die am Anfang angezogen und bis Ende durchgezogen. Also falls ihr euch da draußen wundert, warum ihr keinen Schaden kriegt, solltet ihr die ausziehen und mal eine andere anziehen. Mhm. Wenn ihr auf Challenge steht, so, wenn ihr Bock habt, dass mal, dass mal Action ist. So. Die ist schon recht, ja. Ich verstehe nicht, warum die überhaupt da reingepackt werden, so solche Ausrüstungen. Weil. Ich glaube, die haben das einfach nicht auf dem Schirm. Habe ich das Gefühl. Die haben das nicht auf dem Schirm, das haben die nicht gecheckt, so. Find also ich ziehe immer alles aus, was ich von irgendwelchen Boni-DLCs oder sonstigen bekomme, weil mir macht das halt das Spiel kaputt, tatsächlich. Ich habe dann keinen Spaß an dem Spiel. Es wird dann halt irgendwann langweilig, weil ich von Anfang an irgendwie overlevelt bin. Und so die ersten vielleicht 10 Stunden, die ich damit verbracht hätte, mir eine vernünftige Rüstung zusammen zu farmen, zu craften, was auch immer ich gerade für ein Spiel spiele, die sind halt einfach dadurch schon mal futsch. Einfach nur, weil ich irgendwie ein Spiel vorbestellt habe oder eine Collector's Edition gekauft habe. Aber das deswegen geht das in meinen Kopf nicht rein, warum Entwickler überhaupt auf die Idee kommen, so eine dumme Idee halt einzufügen, wie eine Ausrüstung, die halt einfach ich bis zum Ende des Spiels tragen kann und mir über all die Rüstungen, die das Spiel sonst mir entgegenwirft, ich mich gar keinen Gedanken verschwenden muss. Weil also ich habe aber auch nur 2 verschiedene getragen bis jetzt und nur die im Game. Ich habe nur 2 verschiedene Rüstungen an und das auch nur, weil sie gut aussehen. Also wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, ich habe das ganze Spiel nur rumgepimmelt. Mir war das scheißegal, wer da auf mich stand, der größte Gegner. Komm doch, kannst du eh nichts machen, du Arsch. Ja, das ist mit der Rüstung echt. Am Anfang dachte ich auch so, hä? Und dann habe ich sie ausgezogen, hatte erst eine andere und dann habe ich irgendwann auch eine gesehen, die mir richtig gut gefallen hat, optisch. Mhm. Ich glaube, mit der spielen so gut wie alle. Die und damit Feuerresi drauf. Ja, richtig. Mhm. Also es muss halt so die Waage sein. Es darf nicht zu einfach sein, es darf aber auch nicht zu schwer sein. Deswegen, normalerweise spiele ich auch Spiele gerne auf schwer bis sehr schwer. Aber ich habe gesagt, bei diesem Spiel, weil ich mich so sehr drauf freue, spiele ich ganz normal auf normal, weil ich nicht gefrustet sein möchte. Und dann hatte ich diese OP-Rüstung, so nenne ich sie einfach mal, und war dann, wo ich gedacht habe, ein bisschen mehr Herausforderung wäre ganz schön. Hab sie dann ausgezogen und habe dann irgendwann so meinen Weg gefunden und damit war ich dann auch ganz, das hat dann ganz gut geklappt. Also ich habe mich nicht unterlevelt gefühlt, nicht überlevelt. Ja. Also ich verstehe, ich habe das Level-System bis zum Ende nicht verstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob die vielleicht... Ich glaube, das war nur für die Punkte, mehr nicht. Ich habe da überhaupt nichts... Das hat nichts gebracht in meinen Augen. Also vielleicht bin ich auch einfach nur zu bescheuert, aber ich habe da nichts gesehen, dass da mehr Schaden passiert ist. Das fand ich auch sehr, sehr traurig, dass nichts passiert. Ich hätte mir da so gerne, also ich meine, ich bin dann nachher schon mit richtig krassem Zeug umgelaufen, also ich habe wirklich alles gemacht und auch mir organisiert, ohne was zu spoilern. Und es ist einfach nichts passiert. Das Ende war nicht so prickelnd. Irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gegner nicht vielleicht, was ist das? Balancieren, wie heißt das?
Oh ja, das kann auch sein, werden, das auf weiß die ich Gegner nicht. mitleveln quasi. Weil gerade so, ich meine, es gibt am Anfang Gegner, ich glaube, das sind somit die ersten, die man trifft. Die gibt es aber überall auf der Map und du hast, ich habe überall, immer überall den gleichen Schaden gemacht. Hm? Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die einfach mit, wie heißt denn das Wort? Mit skalieren. Skalieren, ja, danke schön. Also das kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht, aber. Ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Aber das fand ich wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Also gerade, gerade wenn du am Ende bist und also weitaus über dem eigentlichen Level bist, dann hätte ich eigentlich mehr erwartet. Aber ist egal, es hat trotzdem Spaß gemacht, finde ich. Also das sind halt nur so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Hm. Du hast gar nicht, willst du es denn noch spielen, Slabby, oder hast du es gar nicht auf dem Zettel? Er findet sie doch unsympathisch. Weinerlich. Was, weinerlich? Oder? War das nicht so? Irgendwas mit? Keine Ahnung, nein, das habe ich kurz gesagt. Ich weiß nicht, was mich genau an ihr stört. Sie stört mich einfach. Ich weiß es noch nicht, vielleicht spiele ich es irgendwann mal, aber momentan habe ich einfach andere. Das sieht gut aus. Habe ich mich erschrocken. Ich denke, das ist mir so ein Sticker. Hallo, ich moderiere heute von meiner Katze aus. Sie hat ein wundervolles Mikrofon. Oh, schön. Aber wie so eine Ex vom Katzenbaum runter ist, ne? Und dann. Oh, wie süß. Also, wie gesagt, vielleicht, wenn ich irgendwann Ruhe habe, aber momentan habe ich so viel auf der Liste. Ich möchte Nier Automata noch spielen. Ich möchte Zelda wirklich nicht zu 100%, aber so viel wie möglich von Zelda mitnehmen. Also so viele Schreine wie möglich und das ganze Zeugs. Es gibt natürlich wieder, wie in jedem Zelda, halt unfassbar viel Zeugs, was man sammeln kann und freischalten kann. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall noch ein Weilchen dran hängen. Bloodborne habe ich ja jetzt nur einmal durchgespielt und habe irgendwie 6 Bosse neben vergessen, weil mein Chat natürlich brav war und mir nichts gesagt hat, dass man das Spiel einfach so plötzlich beenden kann und nicht einfach weiterspielen kann. War ein bisschen schade. Und DLC habe ich auch noch nicht gemacht. Und wie gesagt, also Nier Automata. Und das sind so 3 Spiele, die ich momentan unbedingt zocken will. Und wenn ich die alle durch habe, dann sind wahrscheinlich wieder 3 neue raus. Also glaube eher nicht, dass ich Horizon spielen werde. Ich bezweifle momentan sogar, dass ich Nioh nochmal zocken werde. Oh, okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich wüsste nicht, oder Nioh werde ich auch nochmal spielen. Also werde ich ja, noch das ist ja, nicht so, als wenn im Sommer keine Spiele rauskommen. Also. Ja, ja. Mittlerweile. Was ich mal so allgemein auch an den Chat fragen möchte, ich war ja die letzte Woche eher ohne Internet und auch weniger bei Twitch. Habt ihr, was ist mit Ghost Recon passiert? War Ghost Recon irgendwie da oder nicht existent? Also ich habe eigentlich nur gehört und dann vor ein paar Tagen ein paar bei mir im Chat, wenn man so Freunde hat und das spielt, dann soll das eigentlich ganz witzig sein, aber Freunde. Oh, ja. Oh, Slabby Man. Nee, irgendwie. Ich hab gesagt, gerade gab es sponsorierte Streams. Ja, jede Menge. Und dann plötzlich hat keiner mehr gespielt. Ich glaube, das wird wieder so wie dieses andere Tom Clancy, das vor einem Jahr erschienen ist. Division? Ja. Nee. Das war nicht Division. Das andere hier, wo du stürmst, immer auf Häuser. Rainbow Six Siege? Ja, genau. Aber Siege ist ja immer noch, wird ja immer noch gespielt. Ja, genau, weil Ubisoft tatsächlich da irgendwie, das kam von Ubisoft, ne? Auch. Mhm. Weil Ubisoft da ein Jahr lang dran gearbeitet hat, immer und immer und immer wieder was verändert hat und am Ende tatsächlich ein gutes Spiel draus geworden ist. Dass die Leute dann auch wirklich spielen wollten. Aber am Anfang war es genau so, dass sich alle beschwert haben irgendwie. Und bei Division scheint es ja auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich glaube, dann werden sie bei Ghost, ich verstehe nicht, warum sie es eigentlich einfach ein Jahr später erst rausbringen und dann alle Probleme halt, aber gut, gelöst sind, meine ich. Habt ihr euch Battlegrounds ein bisschen angeguckt? Habt ihr euch Battlegrounds angeguckt? Aber ich glaube, das ist eher nicht so für euch, ne? Bei anderen. Ja, ja doch. Also ich spiele ja auch, oder ich habe ja auch Z1 ganz gern gespielt oder H1Z1. Ich habe es bei den Viewern so ein bisschen gesehen. Hm. Ich
habe seit glaube ich, Anfang an den Beta-Key auch bei mir, aber ich habe noch nicht einmal reingeguckt. Weil irgendwie immer was Interessanteres zu spielen war. Aber sah gar nicht so schlecht aus. Hast du es gespielt? Ja, aber jetzt gerade nicht, nee. Aber es ist ganz gut. Sie arbeiten mit Hochdruck dran. Sie hauen ja jetzt eine Testphase nach der anderen raus. Finde ich sehr schön. Mhm. Glaube ich, ein bisschen gemütlicher, sage ich mal, als H1Z1. Also von der Schnelligkeit her, oder? Ja, es ist weniger arcade-lastiger. Ja. Es ist sehr arcade-lastig, H1Z1. Aber also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich. Das könnte ein Hauptspiel werden für mich, definitiv. Ich habe früher schon Arma 3 Battle Royale sehr gerne gespielt. Und ich habe ja Heinzi selber ein bisschen abgesagt, also ist nicht mehr so für mich aktuell. Und ich freue mich in der Tat auf den Release. Ja, der könnte gut werden. Mehr haben wir auch gar nicht auf dem Zettel. Also wir sind spieletechnisch sind wir ja schon durch. Das ging recht zügig, muss ich sagen. Verdammt. Verdammt. Oder habt ihr, ihr habt sonst auch nichts weiter gezockt, glaube ich, oder? Neuere Sachen. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, auch mal in Zelda reinzugucken. Ja, genauso wie wir dir ans Herz legen können, mal in Horizon reinzuschauen. Du habe ich doch. Also nicht gespielt. Na süße, ich habe auch in Zelda reingeschaut. Ich habe bei dir mal warum, Zelda warum ja? Machen wir denn jetzt eine Vergleichsgeschichte daraus? Weil du das gerade gesagt hast. Hä, wo? Ich gucke doch nur bei dir ab und zu rein und bei anderen und... Das vielleicht mal zu spielen, dass ich mich auch vielleicht mit euch darüber unterhalten kann. Ich finde Zelda... Oh. Damit du mal endlich vielleicht... Es ist so ein cooles Spiel. Es ist so ein gutes Spiel. Du kannst dich halt tatsächlich mit Leuten darüber unterhalten, weil jeder entdeckt irgendwas da drin. Es steckt einfach so viel Liebe da drin. So Wege, Gegner zu killen, auf die kannst du nicht alle selbst kommen. Du hast zum Beispiel Hühner... die, wenn du die angreifst, die dann alle ihre Freunde holen und dich dann killen und wenn du das Huhn mitnimmst und auf den Gegner läufst und der dich schlägt und dabei das Huhn trifft, kommen dann die ganzen Hühnerfreunde und killen den Gegner zum Beispiel. Und Freunde. Es passiert, ja genau, es ja. passiert einfach so viel verschiedenes Zeug und du kannst so viel darin finden, dass es einfach alle. Spaß macht. Und es würde mir sehr viel Spaß machen, mich mit euch, meinen Freunden, mal darüber zu unterhalten. Wir sind alle keine Freunde. Soll ich Zelda spielen, Slabby? Mach, spiel es. Ja, soll ich? Spiel es. Ich hab die Wii hier, die Wii U. Ja. Also, das ist kein Problem. Nur ich sag dir vorher, wenn du dich daran störst, dass die Frames ab und zu mal einbrechen, dann... Nee, ich will, also da mecker, bei sowas mecker ich ja nicht rum. Okay. Da mache ich dann einfach das Spiel aus. Ja. Dann wirst du... Da hab ich aufgehört. Dann wirst du nicht viel davon sehen. Weil 30 ist leider das Maximum in dem Spiel. Das stört mich wiederum gar nicht, muss ich sagen. Also da bin ich gar nicht so verbohrt. Ja. Das Spiel auch, Horizon ist ja auch nur 30 FPS. Und geht halt. Ist gut. Aber ich würde, ganz ehrlich, lieben gerne, weil ich glaube, dass wir sehr lange über dieses Thema reden, zum Community-Thema mal überspringen. Ja. Wollen wir das machen? Do it. Das können wir tun. No. Wie wäre es denn, also ich weiß gar nicht, wer das vorgeschlagen hat. Vogelfrei. Oh Gott, ich habe hier diese ganzen Katzen halt. Entschuldigung, Leute. Vogelfrei hat vorgeschlagen das Thema Gesundheit als Streamer. Und ich glaube, wir können generell einfach mal darüber reden, weil das ja doch sehr, sehr umfassend ist, das Thema, finde ich. Mhm. Gesundheitlich. Ida, wie fühlst du dich? Gut. Wie geht es Ihnen heute? Wie geht es Ihnen heute? Frau Insania. Ich fühle mich, seitdem ich streame, nicht anders als vorher. Ich bin ja jetzt auch jemand, der nicht Vollzeit streamt, sondern auch einen ganz normalen Beruf hat. Das heißt, ganz normalen Beruf klingt immer so doof, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Das heißt, ich habe schon meinen geregelten Tagesablauf und so weiter. Es hat sich für mich nichts geändert. Das ist wie mein Hobby. Ich verbringe sehr viel mehr Zeit zu Hause. Beziehungsweise gar nicht zu Hause, aber viel mehr Zeit vor dem PC direkt. Aber für mich hat sich nichts geändert seit vorher. Ich habe so meine Wehwehchen. Ich leide an Migräne. Das hat aber nichts mit dem Stream zu tun. Von daher, mir geht's gut. Ich glaube, ich habe immer mal irgendwas, was jeder Mensch, glaube ich, hat.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich fett geworden bin, weil ich hier rumsitze. Es ist jetzt nicht so, dass ich, seitdem ich streame, nur noch Scheiße esse. Das tat ich auch schon vorher. Nee, aber es ist einfach so. Es ist einfach wirklich so, es hat sich nicht so viel geändert. Bei mir persönlich. Seitdem ich streame, es ist wie vorher. Nur, dass ich halt mehr Zeit vorm PC sitze. Aber was ich gemerkt habe ganz am Anfang, als ich noch diesen alten crappigen Stuhl hatte, war es ein bisschen problematisch. Ich habe eine Skoliose und ich hatte auch schon einige Rückenprobleme und mit dem alten Stuhl tat mir eigentlich permanent der Rücken weh und mit dem neuen ist das tatsächlich deutlich besser geworden. Investiert in eure Gesundheit, Kinder. Gut. Nee, aber ansonsten... Ja. Also ich habe festgestellt jetzt, ich habe ja 6 Tage nichts gemacht. Nicht gestreamt, glaube ich, sind 6, ja. Ich glaube mittlerweile sind 6 Tage. Ich habe für mich festgestellt, wie viel ich mich in 3 Jahren ruiniert habe. Also wirklich runter ruinieren. Das geht bei Fettsein los. Geht hin zu Beine sind wie Pudding. Bis hin zu dein Hirn ist eigentlich Matsche. Aber das, ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht das beste Beispiel, weil ich viel zu viel mache. Und ich bin sehr froh darüber, dass man irgendwann einfach sagen kann, okay, ist egal jetzt, ich muss mal was für mich tun. Und ich glaube, dass dieses, was das größte Problem ist, dass man sich einfach die Zeit nicht nehmen kann, weil die Leute das einfach nicht checken. Also viele merken das und die unterstützen auch deinen Gedankengang zu sagen, hey, ich mache kurz jetzt mal Pause und muss mir keine Ausrede einfallen lassen, sondern sage einfach, Leute, ich bin jetzt nicht da. Auf der anderen Seite hast du aber immer dieses Bedürfnis, was zu machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel 6 Tage nichts gemacht. Ich habe kein Twitch aufgehabt, ich habe keine E-Mails beantwortet, ich habe nichts gemacht, habe nur meine Wohnung renoviert. Und es ist schön, mal ein normales Leben zu haben und sich zum Frühstück hinzusetzen, um Frühstück zu essen und Mittag zu essen und Abendbrot zu essen. Und das habe ich jetzt jeden Tag mit meiner Freundin gemacht in der Küche und es ist schön, mal wieder ein normales Leben zu haben. Was du halt einfach, du hast es einfach nicht mehr. Ohne jetzt rumzuweinen, weil den Job haben wir uns alle ausgesucht, aber ich glaube, es ist wichtig, auf seine Gesundheit zu achten. Egal in welcher Form, vernünftig zu schlafen, vernünftig zu essen, vielleicht auch mal zum Sport gehen, zum Ausgleich. Weil dein Körper wird sie irgendwann danken. Auch an alle Menschen da draußen, die im Büro sitzen oder so, bewegt euch ein bisschen. Grundsätzlich generell wichtig, sich mal Zeit für sich zu nehmen. Nicht nur jetzt körperliche Gesundheit, es geht auch um die Psyche. Also ich merke das halt, wenn ich mal merke, ja irgendwie heute nicht, dann nehme ich mir Zeit für mich, mache den Tag frei und dann ist auch gut. Also wie gesagt, bei mir ist das dann so, entweder arbeite ich oder ich streame, Samstag mache ich auch eventuell beides. Grundsätzlich habe ich auch eigentlich eine 7-Tage-Woche. Aber ich nehme das jetzt immer weiter vor, auch einfach mal zu sagen, okay Leute, heute nicht. Und dann ist auch gut. Und dann ist der Tag einfach, dann mache ich irgendwas ganz Schönes für mich oder auch nichts. Vielleicht gammel ich auch einfach nur rum. Aber das ist dann einfach so, einfach nur, um mal wieder runterzukommen. Und dann freue ich mich noch mehr auf den nächsten Stream zum Beispiel. Das ist super, super wichtig. Ja, ist es. Also ich muss sagen, das war letztes Jahr. Manches geht so schnell oder manches geht auch schleichend. Also ich habe irgendwie letztes Jahr im Fuß eine Sehnenverkürzung gehabt, weil ich mich nicht so viel bewegt habe. Das muss man sich mal vorstellen. So dass wenn ich mich blöd auf die Sehne angespannt habe oder so, das geschmerzt hat ohne Ende. Und dann habe ich mich halt hingestellt, ne, und habe dann angefangen, jeden Morgen beim Zähneputzen auf die Zehenspitzen, auf die Ferse, auf die Zehenspitzen, auf die... Das sind so Kleinigkeiten, die kann man aber zu Hause immer wieder machen. Und dann ging es dann auch wieder weg. Ich gehöre ab und zu den... Ich vergesse. Also ich vergesse zum Beispiel, das Trinken vergesse ich oft. Danke, ja. Im Stream. Und ich muss trinken, ich leide schon seit ein paar Jahren erst, ne? Seitdem ich 20 bin, leide ich unter Migräne mit Aura. Also wenn ich eine Attacke bekomme, dann weiß aber auch die Community. Das sind bei mir so schlimme Attacken, dass ich nicht mehr sprechen kann. Die letzte habe ich im Stream bekommen, dass ich Quatsch rede.
es ist, die Sätze haben gar keinen richtigen Zusammenhang mehr. Es ist wirklich Quatsch, den ich dann erzähle. Und dann, ja, das ist bei mir normal. Also so wie bei mir immer. Nein, es ist seltsam. Ich gucke etwas auch an und rede von einem ganz anderen Spiel. Also es fällt auf, dass was nicht stimmt. Und hab da aber jetzt ein gutes Mittel, was eine Lebensqualitätssteigerung ist, die fantastisch. Mal aufstehen? Nee, es ist ein Medikament. Ah, okay. Ja. Triptan. Triptane. Das ist, das hast du echt recht spät entdeckt, ne? Ja. Großartig. Triptane. Ja, die sind großartig. Ja. Und ja, aber trotzdem bin ich gerade an dem Punkt, wo ich einfach merke, gut, jetzt kommt auch der Frühling, ne, jetzt kommt sowieso viel Babychen dazu, aber wo ich einfach merke, alter Verwalter, bin ich schwabbelig geworden. Also so. Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich konnte noch genug tragen beim Umzug. Ich bin noch nicht so schlabberig. Das geht noch. Ja, tragen kann ich auch noch, aber es schwabbelt halt echt. Nee, das geht nicht. Zudem ist mir an diesem Wochenende bewusst geworden, wie alt ich bald werde. Und ich muss dringend ein bisschen was tun. Ich muss dringend raus. Ich brauche ab und zu mal Licht. Das ist halt, ich streame halt von vormittags, ne, bis eben abends. Und gerade im Frühling, Sommer, da kriegst du halt wenig Licht ab. Was ich aber mir gönne, ist eigentlich das Wochenende. Seitdem ich Partner geworden bin, ein bisschen weniger als früher. Es ist nicht mehr jeden Samstag, Sonntag, den ich mir frei nehme, aber Wochenende gehört eigentlich, ne, Stefan und mir, da gehen wir Einkäufe erledigen, Zeug machen, Nötiges und so. Aber man muss echt ein bisschen auf sich aufpassen. Ja. Also ich habe ja jetzt seit Juni letzten Jahres wirklich 5 Tage die Woche gestreamt. Das habe ich mir vorgenommen. Habe dann im September aufgehört, Sport zu machen. Und habe jetzt im Januar einfach gemerkt, wie es mit mir rapide bergab ging. Gesundheitlich tatsächlich. Ich habe einen ganz netten Körper, der erinnert mich immer daran, dass es mal so langsam wieder an der Zeit wäre, Sport zu machen. Ich kriege dann einfach in Beinen, in der Schulter oder so, kriege ich sofort irgendwie so Zuckungen und merke, okay, der möchte mir damit was mitteilen. Und habe jetzt in den letzten 3 Wochen wieder ordentlich zugelegt, also sporttechnisch. Bin halt wirklich jeden zweiten Tag zum Sport gegangen, morgens für 2 Stunden. Und ganz im Ernst, es ist einfach eine so unfassbar krasse Qualitätssteigerung. Genau, Lebensqualitätssteigerung. Das und man weiß es einfach nicht vorher. Ich hatte es schon mal gemacht, ich hatte es wieder vergessen, war faul, habe die ganze Zeit nur Mist gegessen und habe hier gesessen jeden Tag, gestreamt, mich nicht wegbewegt nach dem Stream oder vor dem Stream. Und es ist einfach so viel besser, wie es mir jetzt geht. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr wirklich nur rumsitzt. Der Ausgleich ist super wichtig. Aber die To-Do-Liste ist so lang. Das ist immer mein größtes Problem. Also ich habe jetzt, das zähle ich für mich auch als Gesundheit mit zu, ich habe jetzt darauf verzichtet, die 6 Wochen irgendwo sechs Tage irgendwas provisorisch aufzubauen. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, kein Bock, morgen irgendwas zu machen, wenn der Schreibtisch nicht da ist. Und ich habe mir das jetzt einfach mal rausgenommen. Aber die Quittung, und das ist immer das Problem, warum man sich irgendwann, wo man an den Punkt kommt, wo man sich so ein bisschen in den Wahnsinn treibt, dass du willst es halt einfach, du musst es halt einfach machen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber man baut auf eine gewisse Art und Weise so einen Selbstdruck auf. Und versucht sich immer mehr näher an die Grenzen zu tasten, bis man sie findet. Dann geht man wieder einen Schritt zurück und dann nächstes Mal geht man wieder noch über die Grenzen hinaus. Und ich merke das jetzt gerade selber, dass ich komme wirklich runter. Ich habe nichts gemacht. Ich bin komplett runtergefahren. Kein Twitch, keine PMs beantworten, keine E-Mails, kein Business Talk, kein gar nichts. Und es fühlt sich einfach mal gut an, runterzukommen. Holy Guacamole. Und
Ich habe das halt vorher auch gemerkt. Ich hatte das ja auch in meinem Stream erzählt. Ich habe ja währenddessen, ich umgezogen bin, auch gleichzeitig noch Vollzeit dann gestreamt. Ich weiß, das machen von euch da draußen auch einige. Nichtsdestotrotz ist das halt nach einer Weile ein bisschen anstrengend und ich habe immer das Gefühl, du brennst die Hirnwindung weg. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch so fühlt, aber du brennst dir deine Gehirnwindung weg, weil du den ganzen Tag nur am Machen und am Denken und am Tun bist und du kommst halt gar nicht so richtig aus deinem Job raus. Und ich kenne, wir haben ja auch einige Leute hier aus der IT, die so ein bisschen was erzählen und jetzt weiß ich, was ihr meint da draußen. Ich fühle euch, ich weiß ganz genau, was ihr meint. Es ist echt, ich weiß es nicht. Ich kann es immer wieder nur sagen, dass man seine Grenzen erfahren muss und man sollte auch immer die 100% gehen oder die 110, 120%, aber dann sollte man auch irgendwann mal Feierabend machen. Es ist gesundheitlich nicht so ratsam. Absolut nicht. Also sei es Kopfschmerzen, sei es, dass du nichts trinkst, sei es, dass du nicht richtig isst, sei es, dass du nicht rausgehst. Es hat irgendwie, weiß ich nicht. Bürojobs sind kacke. Wollen wir IRL draußen streamen im Wald? Mag Wald ganz gern. Hast du mitbekommen, dass man in Deutsch... Wieso höre ich mich doppelt? Ich habe mich gerade auch doppelt gehört. Oh. Ich höre ich auch doppelt. Okay. Nee, jetzt ist es weg. Dass man in Deutschland im Wald nicht mehr Feuer machen darf? Schon lange nicht. Ja, das darf man schon lange nicht mehr. Nee, also auch an diesen, wo man an diesen Grillplätzen und so, dass man da kein Feuer mehr machen darf. Das kam erst jetzt in den... Entschuldigung, ich bin schon lange nicht mehr in Deutschland. Ich habe gedacht, das wäre... Wow, okay. Ich habe nichts gesagt. Wegen Brandgefahr und so, ja, dass man das nicht mehr darf. Ich habe das erst vor ein paar Tagen im... Schon lange nicht mehr. Oh. Ja, Entschuldigung, ich bin schon lange nicht mehr in Deutschland. Ich habe gedacht, das wäre ganz neu. Wir verzeihen dir. Ich fand das voll gut. Sag ich, oh, guck mal, ne? Ja, aber was viele vergessen, ist, dass zum Beispiel Tageslicht so unfassbar wichtig ist. Ja, Vitamin also, D. Man muss nicht einfach, ich mache auch keinen Sport. Aber ich mache zum Beispiel alles, was ich zu Fuß machen kann, mache ich zu Fuß. Hat mehrere Gründe. Ich habe damals auch eine Nierenstauung gehabt und so. Ich muss mich bewegen. Mein Arzt hat gesagt, entweder trinken oder bewegen. Und dadurch, dass Trinken für mich auch so ein Problem ist, und ich weiß nicht warum, aber Trinken ist für mich total das Problem, habe ich gesagt, gut, dann bewege ich mich. Und seitdem ich das mehr mache, ich habe mein Auto ja damals auch verkauft und so, geht es mir generell viel besser, weil Tageslicht einfach so unfassbar gut tut. Also wirklich. Man muss nicht direkt anfangen mit Sport oder so, aber so ein bisschen mal ab und zu spazieren gehen. Und das Licht aufsaugen und es macht so viel besser. Was lass denn da so? Nee, Herb hat gerade was Schönes geschrieben. Ich habe ja, wo du jetzt Licht sagst, ja, ich habe ja mal die Vorhänge abgenommen jetzt, ja. Ich habe ja Licht in meinem Zimmer. schön irgendwie. Also ich habe so viel Energie und das ist, und jetzt kommt wieder das Problem an der ganzen Sache. Ich habe wieder so viel Energie, dass ich weiß, dass das nächste halbe Jahr noch mehr passiert als das jetzige halbe Jahr davor. Es ist irgendwie so ein Teufelskreis, habe ich immer das Gefühl. Sobald du mal runterkommst, danach so, yes, jetzt geht's los, let's go. Ich sage euch eins, wenn bei mir das Zimmer wieder fertig ist, also mein Büro, dann ist Alarm im Darm. Dann geht's ab. Das ist Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, wie ihr das immer seht oder wo das bei euch herkommt. Also ich beschreibe das immer gerne so. Für mich selber, ich pushe meine Grenze so weit, wie die Laune das mitmacht. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl, man ist den Leuten auf einer gewissen Art und Weise was schuldig. Weil... Also bei mir hat das immer sehr viel mit Enttäuschung zu tun. Ich merke das zum Beispiel, ich nehme mir immer vor, irgendwie Vlogs zu machen zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinfahre, einfach nur um die Leute irgendwie mitzunehmen. Aber es ist mittlerweile, artet das so sehr in Stress aus, dass ich es gar nicht mehr schaffe. Und so ist das auch beim Stream. Irgendwie ist das so ein Verpflichtungsding. Ich habe auch immer, ich sitze jeden Abend vorm Telefon und denke mir so, naja, komm, eine halbe Stunde IRL geht noch. Dabei hast du halt den ganzen Tag irgendwie jetzt zum Beispiel noch was gemacht. Aber es ist halt so,
Ich weiß nicht, man fühlt sich seiner Community irgendwie verpflichtet und treibt sich dann selber irgendwie so ein bisschen in den Wahnsinn, habe ich das Gefühl, was dann eigentlich nach hinten losgeht. Habt ihr das auch? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich, wenn ich, oh, ich. Irgendwie haben wir gerade ein kleines Tonproblem, oder? Mhm. Das bin ich, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber oh, jetzt geht's. Jetzt ist wieder gut. Wenn man sich nachhallen doppelt hört, ist das so Das kann gruselig. sein, dass das bei mir ist, wenn das Mikrofon an ist. Entschuldigung. Ah. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Besonders, wenn ich jetzt am Montag zum Beispiel dann mal sagst, oh, ne, hast noch das und das zu erledigen. Ja, das könntest du auch noch, wenn du um 16 Uhr ausmachst, hast du immer noch so 2, 2,5 Stunden Zeit, die Sachen, zu erledigen. Oder du stehst einfach früh morgens auf und erledigst dann schon mal alles, aber dann kannst du den Stream nicht anmachen. Und wenn ich dann den Fehler mache, schon, sagen wir mal so um 9 oder um 10 noch mal kurz bei mir in den Chat reinzuschauen und dann sind schon Leute da, habe ich ein schlechtes Gewissen, oft zu sagen, ich lasse heute aus. Das ist einfach, weil die sind dann schon da und die freuen sich und dann denke ich mir so, oh, ja, kannst du ja dein Zeug auch noch auf später verschieben. Ne? Schlauer wäre es, wenn ich es jetzt machen würde. Man hätte einfach viel mehr Zeit und müsste das nicht unter Druck und unter Stress erledigen, sondern gemütlich. Aber da habe ich oft, was ich eigentlich nicht haben müsste, weil es gibt, man hat immer die, die es nicht verstehen. Die hat man immer, aber der Großteil versteht es auch, ne? Wenn du sagst, ja gut, ich habe halt wichtige Sachen jetzt zu erledigen. Ne? Letztens musste ich Behördengänge machen, das ging halt nicht anders. Die haben um 16 Uhr schon zu, da muss ich halt am Morgen halt mal raus. Aber ich habe da oft ein schlechtes Gewissen. Aber die zwei Leute, die, oh Gott, die würde ich manchmal so gern durch Die den sind aber Reißwolf so ziehen. laut, dass sie einfach die anderen 100 weit, Boah, die würde ich so gern durch den Reißwolf ziehen manchmal. ne? Und es ist ja auch, es sind 100 Positive da und einer oder zwei, die was Negatives sagen. Und an die erinnere ich mich einfach. Und ich krieg sowas nicht raus. Das ist dann so, Arschgeigen, warum versaut ihr mir jetzt den Tag? Es ist so, ja. Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Das ist immer die zwei sind, wo man dann noch so drüber nachdenkt und sich drüber aufregt und ne? Wie dieser eine Typ gerade im Chat, Entschuldigung, ich habe 6 Tage nichts gesagt. Du Penner, Entschuldigung, dass ich dich so betitel, aber du kommst hier nicht rein und bestimmst, wer hier wen sehen will, okay? Du kannst gerne gehen und ausmachen, aber du musst Menschen nicht beleidigen. Entschuldigung, dass ich dich beleidigt habe, aber das machst du hier nicht. Und das wirst du auch nicht tun, wenn du woanders bist, weil ich denke, dass die Bots sich in den anderen Channel auch bannen werden. Dankeschön. Sei so gut, hab deinen Spaß auf Twitch, aber maul die Leute nicht voll. Da ist die Tür. Dankeschön, aber nicht hier. Sorry. Weiter. Oh, das fühlt sich gut an. 6 Tage. Ja. 6 Tage keinen Idioten gesehen. Das musste mal raus. Kann mir das Ja. gar nicht vorstellen. Yeah. Nee, geht Wirklich es gut. euch nicht so, dass Was? dann so ein, zwei da sind und die, doch Kommt drauf manchmal, die an. treffen mich. Kommt darauf an, wer es ist. Wenn es jemand ist, der länger dabei ist, mit dem ich mich schon cool unterhalten habe und der kommt plötzlich und sagt, bei dir ist jetzt voll langweilig geworden, dann denkt man sich schon ein bisschen mehr, wenn es irgendein random Idiot wie der Kackstelze da gerade im Chat war, reinkommt, die hast du in 2 Sekunden direkt wieder vergessen. Ich glaube, das kommt halt mit dem Training, oder? Also, ging doch um schlechtes Gewissen, wenn man mal nicht streamt oder so, ne? Oder? Ja. Ja, so prinzipiell. Ja. Also, bei mir ist das so, ich habe recht Glück. Ich hatte bis jetzt noch nicht einmal wirklich, dass jemand mich irgendwie negativ angegangen ist, deswegen, wenn mal was ausgefallen ist und so. Ich würde es bei mir nicht als schlechtes Gewissen bezeichnen. Wenn mal was ausfällt, schreibe ich zwar und ja, ich hoffe, ihr seid nicht böse und so weiter und so fort, aber es ist kein schlechtes Gewissen. Das ist eher ein. Auch nicht so ein Rechtfertigen, sondern ich informiere euch jetzt, weil ich bin von Anfang an hab immer gesagt, wenn was ausfällt, fällt was aus. Und das ist nicht, weil ich irgendwie, ich werde euch da auch keine Scheiße erzählen, sondern wenn ich mal keinen Bock habe auf den Stream, habe ich mal keinen Bock auf den Stream. Wie gesagt, das ist ganz selten, dass ich mal wirklich einen Tag komplett frei habe. Entweder arbeite ich oder ich streame. Und manchmal ist es einfach so, dass die Laune dann nicht da ist oder irgendwas auch immer und dann ist der Stream halt dann aus. Kommt auch mal vor, dass ich mich einfach gesundheitlich nicht so gut fühle oder so. Aber ich habe das Glück oder den Luxus, dass ich das eben meiner Community auch so sagen kann, dass ich sagen kann, ich habe heute keinen Bock.
Und dann sagen alle, ja, ist okay, du halt nicht, dann bis morgen oder so. Also es ist, ich lasse mir manchmal so ein bisschen die Laune ansäuern, wenn jemand generell was zu mir oder dem Stream sagt, der schon länger da ist oder so. Aber jetzt nicht bezogen auf, dass ich mal nicht streame oder so. Das kommt schon mal vor, dass ich mir da mal Gedanken zu mache. Wenn mir jemand irgendwie was vorwirft oder Kritik äußert, die wo also die sehr plötzlich kommt für mich, von der Person auch, das ist immer manchmal so ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich gab es bis jetzt einfach, und das sage ich auch immer wieder, und ich lobe meine Community auch dafür, dass es einfach bisher niemanden wirklich gab, der gesagt hat, ja, du kümmerst dich einen Scheiß oder was auch immer, was man so woanders überall sonst immer hört oder liest. Und deswegen brauche ich, glaube ich, auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich erkläre mich, wenn was ausfällt, ich schreibe das kurz. Und ich hatte Ende letzten Jahres kurz oder während meines Umzugs habe ich 1,5 Wochen gar nicht gestreamt und habe auch kaum was getwittert, weil es mir einfach, der Umzugsstress kam dazwischen, mir ging es psychisch auch nicht ganz so gut und nur Verständnis. Also es gab in dieser Zeit keiner, der sich irgendwie beschwert hat. Und es war die längste Zeit, die ich nicht gestreamt habe. Ich habe zwischendrin mal 3, 4, 5 Tage höchstens nicht gestreamt, aber das waren 1,5 Wochen, wo ich komplett eigentlich gar nicht anwesend war. Und zwischendrin habe ich gedacht, oh Gott, danach sind bestimmt keine Leute mehr da. Aber das kennt man, glaube ich, ne? Die haben mich so liebevoll empfangen und das hat mich so gerührt. Und das ist einfach, wie gesagt, ich glaube, wenn man... oder in meinem Fall ist das so. Ich bin von Anfang an, ich gehe mit allem immer sehr ehrlich um mit meiner Community und ich sage auch, was ich denke. Und dann wird das, glaube ich, auch so aufgefasst. Bei mir zumindest. Und deswegen, ja, fühle mich da schon so ein bisschen wie im Luxus mit meiner Community. Ich höre halt von ganz vielen anderen so viel Scheiß, was die alle an den Kopf geknallt kriegen, wo ich mich dann frage, Alter, wo kriegt ihr diese Leute her? Und das ist bei mir einfach nicht so. Es ist halt eine gewisse Erwartungshaltung, weil du bist ja nonstop da. So, und es ist ja nur Computerspielen und du sitzt halt dort und du bist jeden Tag da und die Leute haben sich darauf eingeschossen. Und der eine oder andere, so wie hier im Chat stand auch schon wieder jemand, der irgendwas von sich gegeben hat, es ist einfach kein Verständnis vorhanden, weil, also das, ich glaube, das grundlegende Problem ist was auch für uns selber irgendwie, glaube ich, so ein Problem ist, ist diese Jobansicht, habe ich das Gefühl. Es ist einfach grundlegend das Verständnis nicht vorhanden, dass diese, ich weiß nicht, wie oft oder wie lange ihr streamt, sagen wir mal zwischen 5 und 8 bis 10 Stunden Stream, eigentlich nicht die Arbeit sind eines Streamers und das rundherum halt auch noch kommt. Und ja, ich weiß, da draußen sind auch Leute, die arbeiten. Nur leider ist das Verständnis nicht da. Und das Ding ist, was halt für mich jetzt zum Beispiel, was ich noch mit reinzählen würde, was auch gesundheitlich und auch psychisch ein bisschen schadet, ist diese ganze Geschichte, dass du kannst von einem auf den anderen Tag kannst du weg sein. Mhm. Du bist einfach weg. Niemand weiß mehr, dass du da warst. Und du hast vielleicht deinen grundlegenden Kern, aber es gibt nicht, das checken Leute nicht, dass du bei, wie viele Leute lese ich, sag mal, Dizzy, hast du aufgehört zu streamen, warum bist du schon 3 Tage nicht mehr da? Und dann denkst du so, okay, das steht in der Überschrift, das steht bei Twitter, das steht überall, wo du es nachlesen willst. Du hast 2 Wochen darüber geredet. Ich habe 2 Wochen extra jeden Tag das 8-mal gesagt, ja. Ich sag mal, Dizzy, wo bist du eigentlich? Habe ich heute eine PM gekriegt? Streamst du nicht mehr? Was ist denn da los? Und dann denkst du dir so, warte mal, hast du den Schuss nicht gehört? Du hast doch sogar zugeguckt, als ich das erzählt habe. Und so passiert das halt, dass du, bei mir ist das zumindest so, ich lege mal die Karten auf den Tisch, dass das irgendwann auch so eine gewisse Existenzangst mit sich bringt. Ja, bei mir ist es halt mein Job, das hängt davon ab. Und das ist kein Mimimi, das ist einfach ein Fakt. So. Wenn du eine Woche nicht da bist, vergessen dich die Leute, zack und schwupp bist du weg und warst nie vorhanden. Das ist auch schwierig zu handeln. Und ich finde, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gut gelernt, damit umzugehen. Aber das geht auch ganz schön auf die Birne und auf die Psyche. Was ich nie glauben wollte, aber diesen Druck baut man sich ja auf eine gewisse Art und Weise selber auf. Wenn du davon abhängst und das dein Portemonnaie füllt und deine Schnute füttert, ist das ein Ding, wo du irgendwann sagst, okay, kacke. Eine Woche nicht da sein, selbst ein Tag. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich meinen Tag frei überhaupt durchgekriegt habe, dass Leute gecheckt haben, dass ich Montag nicht streame und das für okay befunden haben. Und ich denke ganz ehrlich, als Streamer,
muss ich sagen. Und das habe ich jetzt, den Punkt habe ich jetzt erreicht, wo ich 6 Tage nicht gestreamt habe. Und ich werde auch Montag wahrscheinlich nicht streamen. Und ich werde nicht bei meiner Freundin wahrscheinlich am Rechner streamen. Einfach nur, weil ich mir sage, hey, wisst ihr was, Leute, ich mache das einmal ordentlich. Wenn ihr damit nicht klarkommt, seid ihr an der falschen Adresse. Weil dieser Druck, diesen psychischen Druck, den du hast, der ist scheiße. Und danach kommst du einfach viel entspannter wieder so. Und ich denke, dass einige das irgendwie vergessen im Rausch von Zahlen oder von Abhängigkeit, die man hat gegenüber den Zuschauern. Diese Abhängigkeit muss man irgendwann auch mal vergessen können und auf sich selber achten, finde ich. Ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied. Echo. Hallo? Jetzt höre ich mich. Jetzt ist gut. Nee, doch nicht. Was ist da los? Ich höre mich doppelt. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ist weg? Fest? Ja, ganz wenig noch. Nee, ja, nein. Okay, ich mute das Mikrofon. Jetzt ist gut. Jetzt ist ja. Ich glaube, es ist auch immer noch ein Unterschied, ob man unter dem Begriff Vollzeitstreamer streamt und dann regelmäßig, so wie ihr jetzt, also den geregelten Zeitplan habt, komplett. Oder so wie ich. Ich meine, theoretisch bin ich ja auch Vollzeit immer unterwegs. Ich arbeite hier oder da oder wie auch immer und so. Aber ich glaube, das wird immer noch ein bisschen anders angesehen. Ich glaube, von Vollzeitstreamern wird immer noch ein bisschen was anderes erwartet. Da ist Erwartungsdruck halt. Wenn man halt so eine gewisse Guideline hat, so montags bis freitags, wie bei Sali, immer um 11 Uhr und dann ne, bis zum Erbrechen, in Anführungszeichen. Ich glaube... Guck nicht so weit. Und noch viel weiter. Und noch viel weiter. Noch viel weiter, bitte. Aber manchmal streamst du, also du streamst manchmal noch, wenn ich abends aufhöre. Ja. Kommt selten vor, aber das ist so, ne? Ja, aber passiert. Passiert. Und ich glaube, dass da die Erwartungshaltung einfach noch ein bisschen anders ist. Dass da mehr so, ja, dass sich Leute mehr darauf fokussieren, aber... Mir fehlen schon wieder Wörter. Aber es sind Einzelne, weißt du, es sind dann wirklich, ja. Es sind wirklich nur Einzelne und oft, ich glaube im letzten halben Jahr ist eigentlich, wenn ich mal einen Montag frei mache oder so, da kommt auch nichts. Es ist aber irgendwo innen drin, so dieses Selbst, weißt du, so, na, komm, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, das hat auch viel, habe ich gerade im Chat gelesen, das hat viel mit Gewohnheit zu tun. Erstens für euch, ihr habt halt diesen geregelten Plan. Ich habe halt an immer anderen Tagen irgendwie einen Stream und auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten und ich verspäte mich sowieso und so. Deswegen, es ist halt alles irgendwie lockerer, alles so ein bisschen so. Und ich glaube, deswegen ist es auch bei mir einfach insgesamt bei der Community nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wenn ich sage, oh, heute mal nicht oder so. Dann ist halt heute auch nicht. Dann halt nächsten Tag oder übernächsten oder wie auch immer. Klebi. Heute. Ich habe eine Frage an euch. Ja. Ich wollte gerade gucken, ob ich da Jason selber timeouten muss oder ob das irgendwer anders macht. Und zwar sollte Twitch ihre TOS überarbeiten und einen Punkt einfügen, dass Streams von einer Person, die länger als 24 Stunden gehen, verboten sind. Weil ich habe letztens jemandem zugeguckt, der hat einfach mal 100 Stunden am Stück alleine gestreamt. 100 Stunden? 100 Stunden. Selber. Alleine. Er saß 100 Stunden da und hat gestreamt. Da wollen wir jetzt gar nicht ins Ratespiel reingehen, ob er es alleine geschafft hat oder mit Mittelchen oder sonstiges. Einfach nur, weil, ne, wir reden ja im Prinzip darüber, weil halt es den ersten, naja, mehr oder weniger Todesfall im Stream gab, halt, weil jemand bei einem 24-Stunden-Stream gestorben ist. Sollte Twitch dann nicht vielleicht mal so eine kleine Regel einfügen? So, wenn ihr euch kaputt macht auf Twitch, dann unterbrechen wir euren Stream nach spätestens 24 Stunden. Bin ich grundsätzlich prinzipiell dafür. Ich finde das sowieso schwachsinnig, 24 Stunden zu streamen. Ich finde, ja, auch 36 Stunden, 40 Stunden, 50 Stunden. Ich frage mich immer,
Ist das überhaupt interessant? Also was finden Leute überhaupt? Ich habe auch, also mittlerweile wissen die es bei mir, gibt es nicht, wird es nicht geben. Aber am Anfang war das immer so, ja, Ina, wann machst du denn den ersten 24-Stunden-Stream? Und ich so, ja, gar nicht. Ich habe kein Interesse daran, total müde hier rumzusitzen und nach dem Motto, ich muss jetzt durchziehen. Ich habe auch kein Interesse daran, 24 Stunden anzukündigen und dann abzubrechen oder sonst was. Ich streame einfach, solange ich Bock habe. Wenn es zufällig spontan 24-Stunden-Stream wird, weil ich einfach super Bock habe, dann ist das so, aber... Was finden Leute an 24-Stunden-Streams? Gut. Streamer und Viewer. Ich verstehe das bis heute nicht. Nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Gucken, wie der Streamer langsam immer müder wird und darauf zu warten, bis er einschläft. Das ist doch keine Entspannung mehr. Das also könnt ihr bei mir schon in 5 Stunden bekommen. Ja, eben. Dann müsst ihr keinen 24-Stunden-Stream gucken. Ich habe da mal in so einen Stream reingeschaut und da war er, glaube ich, bei den letzten 3-4 Stunden. Ne? Und dieser Mensch war einfach sowas von kaputt. Also einfach müde, weißt du? Er war müde, er war unkonzentriert, fahrig, einfach nicht so, wie man ihn, ne? Und man hat gemerkt, er will eigentlich nicht mehr. Er will eigentlich nur noch schlafen oder essen oder sonst irgendetwas tun. Und dann dieses auf Zwang, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist eine Effekthascherei, ne? Ja, eben. Es ist einfach, ja, also diese langen Streams oder diese angekündigten Streams, ich meine ganz ehrlich, wer muss einen 12-Stunden-Stream ankündigen? Ja. Warum macht man das? Weil man Cash möchte, also Geld, Zuschauer. Geld, Zuschauer und. Oh, die könnte ich aber oft ansagen dann. Es ist halt so, also das hat sich für mich hat sich das die letzten Jahre rauskristallisiert. Ich habe in meinem Leben 2 gemacht, ganz früher, als ich noch klein und naiv war und bei Alternate. Und ich weiß nicht, das ist für mich ist es im Endeffekt nur noch Effekthascherei. Und als Dankeschön, also einige werden das ja oder sagen, dass es ein Dankeschön an die Community ist. Jeden Tag, mehrere Stunden, 8, da brauche ich doch nicht 4 Stunden, 24 Stunden Stream. Zumal du ja deine Folgetage theoretisch auch alle ruinierst. Dein Schlafrhythmus ist ruinieren, du bist ruiniert. Das Einzige, der einzige logische Grund in meinen Augen, also meiner Meinung nach, ist einfach nur, dass du Geld machst, mehr nicht. Ich verstehe es nicht. Warum setzt sich jemand 24 Stunden aufwärts vor einen Stream? Wofür? Also fragt euch wirklich mal selber, ob ihr 24 Stunden zugucken wollt. Also zugucken ist ja wieder noch was anderes als selber streamen. Wenn du selber streamst, bist du ja die ganze Zeit... Du redest, du spielst, du bewegst dich und machst halt noch Dinge. Aber fragt euch mal als Zuschauer, warum macht jemand einen 24-Stunden-Stream? Und dann, also das würde mich gerne interessieren, ihr könnt das auch in den Chat schreiben. Was denkt ihr, was der Beweggrund ist, warum jemand einen 24-Stunden-Stream macht? Also ich habe das, ich muss ganz kurz, ich spreche jetzt nicht von aktuellen Sachen. Ne? Das ist was Uraltes. Also ich habe da jetzt niemanden im Speziellen gerade ansprechen wollen. Wenn ich das will, sage ich das. Also das war kein hinten. Gott, echt, manchmal. Man kann nichts sagen. Oh. Ich habe nichts hintenrum gemeint. Das ist Was hast du denn gesagt? Naja, das ist, dass da jemand damals die letzten 3-4 Stunden einfach nur so runtergerissen. Ach so. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich diesen Stream... Ich weiß noch nicht mal mehr, was das war. Ist das nicht bei so gut wie jedem 24-Stunden-Stream so? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke da halt... X-Stunden-Stream, ja. Also es ist halt... Wenn du so halt die letzten Stunden mitbekommst und der Hang da und ich habe mir noch gedacht so, oh Mann, geh doch endlich ins Bett, dann ist das, also ich meinte jetzt nichts Aktuelles, ich finde es halt, was war dein längster Stream, Ina? Ich glaube 13 Stunden. So, mein längster war 16 oder 17, ich weiß es nicht mehr. Ich habe dieses blöde Spiel angefangen und dann ist die Zeit halt, das passiert. Das war aber unangekündigt und 12 Stunden passieren auch, wenn ich was ganz Neues anfange, sind 12 Stunden ne? Fallout, Witcher, einfach jedes neue Spiel, wo ich so richtig eintauchen kann, da sind 12 Stunden einfach so, okay. Da muss ich mich dann selbst dazu zwingen, ins Bett zu gehen, damit ich am nächsten Morgen wieder da sein kann. Weil wenn ich durchziehen würde, wäre das einfach, ich denke dann auch immer, oh nee, weißt du, ich glaube, das längste war 4 Uhr morgens, da habe ich Doom gespielt. Um nach 0 Uhr. So, oh, Doom, ne? Mal kurz reingucken. Yeah, 4 Uhr morgens. Oh shit, um 11 Uhr sollte der Stream wieder angehen. Und ich sehe es nicht ein,
meinen Stream dann um 11 Uhr morgens nicht anzumachen, nur weil ich einfach da nicht los. Dann muss ich mich selbst zwingen, ins Bett zu gehen, ne, um wenigstens ein bisschen Schlaf noch abzubekommen, damit ich um 11 wieder da bin. Also, nee. Für mich wäre es gar nichts. Und wenn ich muss, mir sieht man halt auch immer sofort an. Wenn ich irgendwas muss oder wenn ich mich, ne, wenn ich schon keinen Bock mehr habe, ich kann da das nicht überspielen. Und ich habe auch keine Lust, das zu überspielen. Das ist dann, es da hänge ich schon da mit so einer Schnute und sage, okay, ich habe Hunger, Stream ist aus. Es ist doch auch einfach nicht spaßig, weder für dich als Streamer, weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt durchziehen, oh Gott, immer noch 6 Stunden, aber auch doch nicht für die Zuschauer. Ich meine, mal abgesehen davon, dass die wenigsten wirklich die 24 Stunden mit dir wach bleiben, sondern irgendwann schlafen gehen und morgens wieder reingucken, ist es halt wirklich so, ich meine, als Zuschauer willst du doch einen Stream sehen, der dich unterhält. Also der sich positiv unterhält. Wenn das ein Streamer ist, den du zum Beispiel auch gerne magst, den du guckst, dann ist das ja meistens deswegen, weil der persönlich einfach gut gefällt. Mhm. Und wenn ich einfach auf Krampf 24 Stunden durchziehen müsste, ich würde irgendwann einfach nur noch richtig, entweder würde ich gar nicht mehr reden, ich würde... Wahrscheinlich ja, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Das ist so, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich muss jetzt durchziehen, dann wäre es auch für die Zuschauer nicht so witzig. Vielleicht finden sie gerade das witzig, gibt es Leute, die gerade diesen temporären Verfall, nenne ich es mal, gerade so amüsant finden. Aber grundsätzlich ist es ja nicht das, was du sonst bei dem Streamer erlebst, sondern einfach irgendwie eklig. Also, boah, ich gucke das nicht gerne. Oh, Entschuldigung, ich konnte nicht 24 Stunden streamen. Ich bin mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen, aus Versehen auf Stopp-Stream gekommen. Sorry! Oh. Ja, das sind die Besten. Wir machen 24-Stunden-Stream. Die ersten 12 Stunden haben wir heute geschafft, morgen geht's dann weiter. Und das nennen wir trotzdem 24-Stunden-Stream. War das nicht Slabby? Nee, wir hatten das gemacht. Ja, ich, aber ich habe das nicht ernst gemeint. Sieht man überall. Und das ist, ja, Geldhascherei oder so, Aufmerksamkeit. Was ich oft erlebe, ist, dass sie zum Beispiel besonders dann bei 24-Stunden-Streams, der groß angekündigt ist, der auch fett im Titel steht, dann ein Giveaway gemacht wird meistens und dann zum Beispiel auch der Subcounter eingeblendet wird, der sonst nicht eingeblendet ist. Das sind so, was möchte die Person von mir? Und das Gewinnspiel ist natürlich auch nur für Subs. Was illegal ist. Was illegal ist, ja. Aber das schweift schon wieder so ein bisschen ab. Ja, ich weiß nicht, also um zurück zum Thema zu kommen, ich weiß nicht, ob Twitch das verbieten soll. Ich glaube, jeder sollte ja erwachsen genug sein, das zu entscheiden. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja, aber ich muss sagen, so irgendwas, was über 30 oder über 40 Stunden geht, ist einfach super, keine Ahnung. Das ist halt selbstverletzendes Verhalten. Eigentlich steht es in den TOS schon drin. So gesehen. Hatte ich nur als Idee, weil das ja gerade genau das Thema war, von dem das kam. Immer ganz interessant gewesen. Ja. Ich meine, das sind ja, die Leute sind ja wirklich alt genug. Was kannst du großartig machen? Sie können den Stream schließen. Was haben sie noch für andere Optionen? Mehr können sie ja nicht machen. Sie können ja keine Leute zu dir nach Hause schicken oder so. Ich verstehe gar nicht, warum da einfach dann so viel mehr los ist. Ich kann das mit diesem, ich kann das, diese Anziehungskraft nicht verstehen. Ey, auch nicht. Das ist so. Überhaupt nicht. Ich schon. Echt? Mhm. Ich gar nicht. Ich hab zum Beispiel, der Filmmann macht das ganz cool. Der spielt immer ein Spiel von Anfang bis zum Ende durch. Und das hat er mit Witcher 3 gemacht. Der hat in einem Stream Witcher 3 die, ohne DLCs die Story durchgespielt. Hat er das Spiel dann komplett genossen? Das kann ich dir nicht sagen, ob er es genossen hat. Also es hat ihm Spaß gemacht, er hat danach noch die DLCs, also nicht jetzt am Stück, sondern irgendwann später die DLCs gespielt. Und er hat das halt in 34 Stunden durchgespielt. Am Stück. Und da habe ich ihm auch sehr gerne zugeguckt. Und ich kann das verstehen, diese Anziehungskraft. Das ist halt ein Event. So normalerweise streamst du jeden Tag von bis. Und das ist halt Alltag. Und dann nimmst du dir halt mal einen Tag, einen Samstag oder was raus. Und lädst alle Leute zur Kirmes ein oder was. Und, ne? Das ist dann halt was aus dem Rahmen fällt und was mehr Leute anzieht. Aber das ist auch wieder so eine Sache, da kannst du halt auch tierisch auf die Schnude fallen. Aber ich meine, Filmmann macht das ja nicht so häufig. Ich meine, das ist eine witzige Idee, aber ich finde, also ich persönlich muss ich wirklich zugeben, ich könnte das nicht. Ich wäre so müde. Also manchmal bin ich ja
wenn ich jetzt mich selber betrachte, wie ich sage, 11, 12 Stunden, ich meine, ich habe auch schon 16 gestreamt, aber da bist du. Oh Gott. Ich ja, Ich habe keine Stimme mehr. Oh, ich hätte noch können, ne? Also das war, da habe ich, Stardew Valley habe ich angefangen. Ich habe vorher Final Fantasy 15 gespielt und dann so, ja, jetzt habe ich erstmal genug. Ich war so ziemlich am Ende. Jetzt komm, jetzt schauen wir mal ganz kurz in dieses Spiel da rein. Das ist jetzt auch für die PlayStation erschienen. Stardew Valley. Schauen wir da mal kurz rein. Und ich eben 16, 17 Stunden und ich muss dann sagen, okay, ich muss jetzt ausmachen. Wir gucken nur kurz rein. Ich hätte weitergemacht. Das ist halt, aber das ist ja, ja. Selten, dass man einfach so in einem Spiel so, ach guck mal, hast du noch das zu tun und die Zeit läuft so schnell bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Ach, und jetzt hier noch ein bisschen, oh, jetzt ist Sommer, jetzt kannst du da neue Sachen ausbringen. Was ist denn das und was, oh, guck mal hier und ein bisschen angeln und zack, 5, 6, 7, 10 Stunden um, so, okay, machen wir noch ein bisschen, ne? Aber das kann auf jeden Fall das kann gut passieren. Ich meine, ich hab zum Beispiel bei Mad Max, na gut, Mad Max muss ich dazu sagen, habe ich mit Gewalt durchgespielt. Das habe ich wirklich mit aller Gewalt gemacht. Aber ich glaube, den ersten Tag, als ich Witcher gespielt habe, habe ich auch 19 Stunden gespielt. Ja. Ich habe, ja. Aber also ich meine, aus Versehen kann das ja mal passieren. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wie gesagt, was man dagegen machen kann. Ich meine, einige ruinieren sich ja wirklich komplett. Da siehst du ja dann halt die Augenringe, die kommen ja dann schon hier unten bei dem Mundwinkel wieder raus. Das ist ziemlich extrem. Keine Ahnung, ob da demnächst was kommen bei Twitch diesbezüglich. Ich würde es ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so schlecht finden, weil... Ich spreche aus Erfahrung, man hat das einfach manchmal nicht unter Kontrolle. Also egal, wie gestanden man ist, irgendwo ab einem gewissen Punkt, und wie gesagt, ich spreche von meiner eigenen Erfahrung, hast du keine Kontrolle. Nee. Du verlierst irgendwann so ein bisschen die Realitätstreue, so ein bisschen, weil du hängst ja nur vor der Schüssel. Also bei mir war das sehr lange so. Und ja, ich rede darüber sehr offen, weil ich das nicht verheimlichen muss. Das ist kein Geheimnis. Du gehst ins Bett, bist fertig mit Stream, stehst auf. Das habe ich zum Beispiel bei Witcher habe ich das gemerkt. Ich habe Witcher 2 Wochen lang jeden Tag 14 bis 15 Stunden gestreamt. Und das muss irgendwer bremsen. Weil du, ich glaube, das ist fast bei jedem Streamer, so möchte ich fast meinen, der nicht unbedingt jemanden hat, der auf einen aufpasst von außerhalb, dass man so ein bisschen manchmal fernab von gewissen Dingen ist. Und da wäre es wiederum ganz cool, wenn Twitch dort irgendwie, also nicht, dass er die Streamzeiten vorschreibt und so, aber dass da irgendwie ein bisschen was gemacht wird. Was ich wiederum auf der anderen Seite, um dagegen zu sprechen, sagen muss, die können ja nicht alle Leute monetarisieren, das geht ja auch nicht. Dann würden ja nur Personen da sitzen und deinen Stream gucken und sagen, ja, nee, jetzt nicht mehr. Ja, das wäre, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. Ich hätte dafür ehrlich gesagt keine Lösung. Also gerade bei den Langzeitstreams, da kann ich das verstehen, also da wäre es cool, wenn sie einen Knüppel reinschmeißt, aber auch so bei anderen Sachen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht sollte man Streams für, kann man Streams reporten für... Selbstverletzendes Verhalten, ja. Ja, geht das, ja? Meine, ja. Ah, okay. Meinst du, das zählt dazu? Ich weiß es nicht. Ja, klar. Wenn du siehst, dass der Streamer sich nur noch kaputt macht. Ich bin, wie gesagt, ich bin mir selber auch nicht so wirklich sicher. Es wäre schön, aber auf der anderen Seite, I don't know. Also ich muss sagen, wenn ich so extrem abtauche, ich habe, danke Community, ich habe eine tolle Community. Die sagen mir das auch im Chat irgendwann so, guck, Sally, guck mal auf die Uhr und dann guck, gefühlt spiele ich gerade 2 Stunden und es sind halt dann, und das kennt ihr sicher auch, und es sind einfach schon 6. Ja. Ne, so, dass die Zeit einfach so durchrattert und dann, ne, die sagen dann schon so, jetzt, ne? Hallo, Frau Belladonna, können Sie mal auf die Uhr gucken? Ist genug jetzt? Noch ein bisschen, nee, ist genug jetzt.
Und dann kommt immer so ein anderer so um die Ecke, die ist erwachsen, die weiß das schon. Und ich so, ja, manchmal auch nicht. Ihr habt ja schon recht, ne? Ich bin erwachsen, ich weiß das selber, aber manchmal brauche ich dann vielleicht doch so einen kleinen, so einen Hinterkopf, also so einen kleinen Dutch. Ja, habt ja schon recht. Aber das Schlimme ist, wenn die Zuschauer das dann irgendwann sagen, ich kann mich noch an Dobbs erinnern, ja. Dobbs hat sehr, sehr lange, also wirklich über Jahre hinweg gesagt, Dizzy, Junge, führe endlich eine Pause in deinen Stream ein. Nee, brauche ich nicht. Das ist Quatsch, brauche ich nicht. Und er hat jahrelang das gepredigt, ja, steh mal auf, beweg dich mal, geh auf Toilette und mach Dinge. Nein, das brauche ich nicht, das ist Quatsch. Und jetzt verstehe ich, was er gemeint hat. Ey, aufstehen ist so geil, einmal eine Stunde einfach mal so aufstehen und einfach mal durch die Wohnung gehen und wieder zurück. Es ist wunderbar. Und dann hast du auch super. Dann hast du aber wieder auf der anderen Seite, wenn deine Zuschauer wirklich nett sein möchten und dir sagen, du, hey, vielleicht mach mal ruhig, du siehst schon nicht mehr so gut aus. Lass mich in Ruhe, ich bin alt genug, ich kann machen, was ich will, du kannst auch rausgehen, ich kann dich auch gleich bannen. Und dann meinte das eigentlich nur nett, ja? Oh, Entschuldigung. Nee, absolut. Ne, man muss dann schon so ein bisschen, wie ein kleines Kind, Stase, nie alt genug, ich kann selbst entscheiden. Ja, aber manchmal, es ist schon ganz gut, dass sie auf einen schauen. Also ich bin da dankbar. Auch wenn ich murre und so, aber ich bin dankbar. So, ich habe jetzt dieses, ich trinke heute die ganze Zeit etwas, was ich zum ersten Mal trinke. Irgendwie mit Zitrusgeschmack, aber es hat so einen Nebengeschmack und ich kann es noch nicht so, es ist bitter und es ist irgendwie auch, weiß ich noch nicht so richtig. Es ist leer. Ich habe auch sowas Schönes. Irgendwie ist das cool. Ich weiß nicht, ich habe davon noch zwei verschiedene Zitronen. Ich habe noch Grapefrucht und noch irgendwas. Muss ich ausprobieren. Ich trinke Wasser. Ich bin animiert jetzt auch zu trinken. Nee, das ist Wasser mit Wollen Geschmack. Wollen wir hydrieren? Lass es Reinoldus. Mit Geschmack. Oh, Entschuldigung. Meinst du es vom Aldi? Ich trinke auch nur Wasser. Mit Zitronensaft ist das drin. Und Zitronenkonzentrat und Limettensaft. Und Konzentrat. Und, ach, egal. Bin ich die Einzige gerade, die aus dem Glas trinkt, anstatt aus einer Flasche? Ich habe mir extra für euch ein Glas geholt. Ich hab auch so einen Pott, aber das zählt leider. Ich habe mir extra gedacht, heute benehme ich mich mal und trinke ganz anständig aus dem Glas und ihr trinkt alle aus der Flasche. Ich bin Capri-San. Capri-San habe ich leider nicht mehr. Ich habe Katzen. Ja, gut. Da stellt man keine Gläser. Die stecken gerne das Katzengesicht hinein, richtig? Nee, aber die hüpfen halt gerne. Oh, wenn sie meinen Tee getrunken hat, diese blöde Kuh. Mit dem Pfötchen. Und sie hat die Tatze reingesteckt in meinen Tee. Tatze Mann. Da trinkt man mal einen Tee. Nee, aber es ist einfach, wenn die raufspringen und schmeißen das um und ich habe hier mein Equipment, dann muss ich sie töten und ich liebe meine Tiere. Also verstehe ich. Trinke ich halt aus der Flasche. Alles klar. Die Schatz. mal so eine Frage. Wollen wir in die Pause gehen? Mal aufstehen. Ja, Pause. Mal aufstehen, mal auf Toilette gehen, weil, also ich weiß nicht, wollt ihr noch was hinzufügen zum Thema selber? Denkt an euch, an eure Gesundheit, Kinder. Psychisch und gesundheitlich. Geht raus, spielen. Ja. Ich sagte. Tageslicht, nein, wirklich. Ich geh morgen zu IKEA. Gut. Ich freue mich schon drauf. Ja, bei IKEA hat natürlich das beste Tageslicht. Da gibt's unten eine ganze Lampenabteilung. Aber Tageslicht. Ja, das ist wie Tageslicht. Ich hab hier eine Softbox. Vitamin D, Dizzy. Vitamin D. Mach die nicht wieder. Das ist hier genau Kelvin von der Dings. Ja. Oh, nein, Vitamin D draußen, Sonne. Mhm. Oh, okay, schade. Und ich habe mir gedacht, das ist reichen. Nein. Nee, du musst schon Tageslicht. Ach, schade. Ab und zu. Oh, ich habe gerade eine sehr schöne Idee gelesen. Ins IKEA Bällebad. Das ist eine sehr gute Idee. Aber Bällebad? Licht. Pfui. Ich glaube, mein eigenes Bällebad haben. Pfui. Ich glaube, ich bin zu dick dafür, die Bälle. Wisst ihr, wie unhygienisch diese Bälle sind? Weil da, weil die da alles voll sabbern. Weil die alles ansabbern. Die putzen doch die Bälle nicht. Oh, nee. Kriegst du Krätze. Ist ja eklig. Das ist sogar noch schlimmer als Kuscheltiere, die man irgendwo so kaufen kann. Ja. Du meinst solche, wie du bei dir im Hintergrund hast? Die sind nicht aus dem Laden irgendwo einfach gekauft. Aber wenn du irgendwo bist, wo es Kuscheltiere ausgestellt gibt, die du kaufen kannst. Wieso hast du einen kleinen Asiaten bei dir unter dem Tisch, der die produziert und dir dann auch umreicht? Nee, aber die sind halt, die sind nicht aus dem Laden.
Geh doch mal zu Toys R Us und bleib mal 10 Minuten vor diesem Kuscheltierregal stehen. Du wirst so viele Kinder sehen, die sich Kuscheltiere nehmen, ins Gesicht drücken und reinsabbern, anhusten, was? Auf den Boden schmeißen. Und diese Kuscheltiere werden zurück in das Regal gestellt und irgendwer kauft sie dann und kuschelt damit dann zu Hause. In was für ein Toys R Us bist du denn unterwegs? Kinder sind so. Das ist nicht nur bei Toys R Us, aber bei Toys R Us hast du halt die größte Kuscheltierauswahl. Kinder sind widerlich. Was? Hallo. Nein, eure Kinder sind natürlich ganz toll, falls jemand Kinder hat. Aber was? Kinder sind also rum. Aber hättest du das als Kind dürfen? Also meine Mutter, die hätte mir was du erzählt. Nee. Ach du, Kinder dürfen heutzutage. Ich habe Käfer an der Wand, sehe ich gerade. Hallo. Nee, ich war die Erstgeborene, ich durfte sowas nicht. Geht war nicht ins Toys R Us. Sagt meine Mutter manchmal, bei dir musste ich noch üben, da habe ich mit der Erziehung noch nicht so viel Plan gehabt. sagt sie manchmal, ich liebe sie dafür, so in Ehrlichkeit. Ne? Ich war jung, du warst das Erste, du warst das Probekind. Nee, ich durfte sowas auch nicht, aber heutzutage dürfen Kinder alles. Vor allem das eigene Kind darf immer am meisten. Oh. Nee, meine Schwester durfte dann sehr, sehr viel so, aber ich war halt das Probekind. Echt? Die Hasskind, Kindermörderin. Genau. Ich war letztens im Toys R Us und wollte einfach wir waren in der Lego-Abteilung, aber die hatten total wenig Auswahl. Das war traurig. Und ich wollte mir den Lego Wall-E, genau, wegen Lego Wall-E war ich das letzte Mal da drin und dann habe ich mir aber über Internet bestellen müssen, weil die keinen hatten. Hm. Also ich empfehle euch nicht ins Toys R Us zu gehen, weil Erinnerungen, die man daran hat, als man Kind war, werden kaputt gemacht, wenn man jetzt als Erwachsener ins Toys R Us geht. Diese elektrischen Autos damals. Oh. Ja. Was für Erinnerungen. Naja, es war alles so riesig und so groß und so weitläufig. Und wenn du jetzt heute da reingehst, voll ist, klein. Ist die schönste mini. Toys R Us Kindererinnerung, Super Toy Club. Was für ein Super Toy Club als Kind. Mit dem Einkaufswagen da durchfahren und alles einpacken, was man, und dann darfst du alles behalten. Ich war nie im Toys R Us mit meinen, was? Du warst nie im Toys R Us? Oh Gott. Ich glaube, ich war erst mit 20 oder 25 so das erste Mal, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, das erste Mal in Toys R Us. Ich habe das vor, nö. Aber Slappy, darf ich dir was mitteilen? Ja. Das Toys R Us für Erwachsene ist der Baumarkt. Das ist gut. Da bin ich auch häufig genug. Elektrofachmarkt für mich. Baumärkte finde ich so. Ich kann den Baumarkt nicht mehr sehen.
Twitter zu bedienen hier. Wir werden die jetzt noch beantworten, glaube ich, oder? Ja, das war der Plan, ne? Genau. Zuschauerfragen, dann Twitch News. Und dann geht's weiter. Also, ich erinnere euch nochmal daran, Hashtag Plankenschnack. Hashtag ist diese Rautes-Zeichen. Hashtag. Auf Twitter, da könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr sie an uns fragen wollt. Wenn nicht, dann halt nicht, mein Gott. Da kamen einige, aber die haben wir, glaube ich, schon. Ich muss mich jetzt erstmal selber hier durchgucken. Komisch, ich verstehe das nicht, warum das bei dir nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Also bei mir sehe ich nicht so viel. Das ist viel so. Ja. Also die erste Frage, die ist schon, steht schon ziemlich lange da. Gaming-Raum. Ich glaube, das geht vor allem an dich. Die sie selber machen oder machen lassen. Was wäre euch lieber, IKEA-Möbel oder passendere kaufen? Was? Oder passendere? Naja, also vom Tischler. Angefertigt. Oder? Angefertigt. Ja. Sowohl als auch. Nee. Achso, eher gut. Entschuldigung, mach du. Nee, sowohl als auch. Also man, würde ich sagen. Man muss schon, wenn man es genau so, wie man es haben möchte, muss man viel selber machen. Weil es das halt nicht so gibt. Aber man kann ja IKEA-Möbel auch, zum Beispiel Regale, und kann dann daraus trotzdem noch was Neues tischlern. Also sowohl als auch. Beides gut. Dem stimme ich zu. Also ich habe jetzt persönlich noch nichts selber gemacht, aber ja, wie du sagtest, vieles gibt es nicht. Also was du jetzt da zum Beispiel alles zusammen gebastelt hast mit deinen Steckdosenleisten und überhaupt alles, wenn man gewisse Sachen haben möchte, muss man sich die selber machen. Kombination geht natürlich auch. Kinder, entfaltet euch frei. Entschuldigung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tierisch auf den Geschmack gekommen. Ich würde im Leben nicht mehr. Also ja, ich lasse mir meine Tischplatte, lasse ich mir vom Tischler machen. Muss ich dazu sagen, die habe ich nicht selber gemacht. Aber alles andere habe ich selber gemacht und ich habe noch sehr viel vor, also so Kleinigkeiten. Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, das zu basteln. Also ich habe zwei Sachen komplett alleine gebaut, die ein bisschen komplexer waren, und das ist einfach ein geiles Feeling. Also ich habe heute Steckdosen gebastelt, also so eine Art Verteiler, ja, Brett, wo alles dran ist. Und das war ein geiles Feeling. Also ich habe 3 oder 4 Stunden habe ich dafür gebraucht, und es sieht einfach so aus, wie man das haben will. Mhm. Und andere Sachen habe ich mir auch zusammengeschustert. Ich finde es schöner, wenn man das alleine macht. Natürlich muss ich sagen, ich hatte Hilfe beim Renovieren und so. Also das war auch der Fall. Aber der Rest so. Man muss aber Lust dazu haben. Ich meine, ich bin kein Heimwerker Profi, aber ich präferiere das selber machen. Ja. Man muss Lust haben und man muss auch Talent dafür haben. Oder man muss das. Nee, Talent braucht man nicht. Man muss nur Lust haben. Ich habe auch kein Talent. Und Zeit. Also wenn ich mal Lust hätte auf Kochen, würde es trotzdem in die Hose gehen. Moment. Ist nicht alles im Leben. Ich habe echt schon überlegt, ob ich die weiteren Sachen nachher, wenn der Schreibtisch da ist, einfach zu streamen, weil mir macht das echt richtig Bock. Also ich habe da das eine Regal, glaube ich, wo meine Konsolen und so drin stehen. Das habe ich, da habe ich, glaube ich, 5 Stunden dran gesessen. Und halt mit allen möglichen Stichsäge rumgefummelt, Akkuschrauber, Löcher bohren und so. Das war echt cool. Ja, ich kann das verstehen. Oh. Ich habe mich sogar mit Kabel angefreundet. Also Kabel legen. Habe ich mich auch mit angefreundet. Ich habe einen sehr engagierten Stiefvater. Props an Stiefvater. Huch, danke dafür. Der mir solche Sachen macht wie Bilder aufhängen dann irgendwann und so. Also jetzt, und bevor Fragen kommen, kann die Alte nicht mal selber Bilder aufhängen? Ich habe Stahlbetonwände und die halten nur, wenn man da richtig fest reinbohrt. Oh, hielt die Maschinen. Da hätte Stefan wieder. Da hätte Stefan Spaß dran. Ja, Stefan macht das alles. Hör mal, wer da hämmert. Nice, Sally. Ja, klar. Ich hab, mein Mann hat hier Kabeltrassen. Sind solche Straßen, worauf die Kabel langlaufen und sowas. Stefan hat das alles gemacht. Der ist da
Und ich stehe dann daneben und denke mir, alter Falter, wird das geil hier. Ne? Guck mal, wie cool, wie professionell und schick das aussieht. Und Stefan macht das dann. Ich habe das heute zu meiner Freundin gesagt. Was habe ich gesagt? Schatz, das ist wie ein Porno. Das siehst du am Ende und dann denkst du so, das gibt Nerdstände. Und dann steht meine Freundin daneben. Wie guckst du Pornos? Nee, also ich sag dir eins, das wird keinen Menschen interessieren, was du hier gemacht hast. Ja, das ist voll gut, sowas. Ich habe keine Ahnung, also für mich ist es wirklich so, also die letzten Tage waren sehr geil. Die waren sehr geil, das war irgendwie, ich bin immer noch super euphorisch, ja. Ich bin super traurig, dass ich nichts mehr zu basteln habe. Ich habe übelst Lust auf Basteln. Hätte ich ein Auto, würde ich morgen, glaube ich, zum Baumarkt fahren und wieder noch ein paar Sachen holen. Mhm. Ich komme halt auch aus einem Heim. Ach, stopp. Ach, deshalb suchst du immer Freunde. Du Armer. Wortfindungsstörungen habe ich heute, ne? Ich komme halt aus einem Zuhause, wo mein Papa einfach alles gemacht hat. Der ist halt der Heimwerker-King. Und ich habe das so ein bisschen von ihm geerbt, aber da er halt auch immer alles gemacht hat, musste ich es nie selber lernen. Und deswegen ist das so diese Diskrepanz. Ich habe lieber alles gerne selbst gemacht, aber ich habe halt auch immer alles halt selbst gemacht von anderen Leuten bekommen. Und deswegen, ich habe den Willen, aber nicht die Kenntnis, es selber durchzuführen. Das müsste ich vielleicht nochmal lernen. Ja, aber so Sachen wie ein PC zusammenbauen mache ich ja auch gerne selber. Ne, lasse ich mir auch nicht von irgendwem dazwischen lumpen. Das kommt alles, Slabby, kann ich dir sagen. Ich habe davon auch keine Ahnung. Und es ist einigermaßen okay. Also wenn ich die Wasserwaage drauflege, dann passt das alles einigermaßen. Das ist doch super. Und es hält, man kann gegentreten. Habe ich schon ausprobiert, ich bin noch entgegengelaufen. Also aus Versehen. Ja, das hat ganz schön geschämmert. Und dann, wenn so scheppert, das war Absicht, das war der Test. Es ist das alles war, perfekt, ja, das war so der Stehtest. So muss das sein. Nächste Frage. Eure Gaming-Sünde. Also ihr mögt, liebt es, aber das Game gilt als schlecht und möcht nicht zugeben, dass ihr es gespielt habt. Monster High. Das ist kein Geheimnis. Monster High. Das war so super. Das ist kein Geheimnis, Sally. Ich glaube, das wissen alle. Das ist, was denn? Dass du es gut fandest. Ja, ich fand es voll gut. Ja. Ich hab nicht mehr so viel lachen müssen in dem Spiel, weil die Lokalisierung ein Traum ist. Es ist super. Wenn ich an das denke, das war gigantisch gut. Also ein schlechtes Spiel, was wir gut finden, war doch die Frage, oder? Ja. Monster High. Das war richtig gut. Ich müsste überlegen, ich habe bestimmt als Kind mal Spiele gespielt, die eigentlich schlecht sind, aber ich sie doch gut fand. Aber mir fällt jetzt so per se nichts ein, tatsächlich. Ich habe durch meine offene Art leider keine Geheimnisse, deswegen. Also bei mir ist das, ich habe irgendwann mir Ehrlichkeit geschworen und ich habe immer alles gesagt, was ich gezockt habe. Achso, das sollte ein Geheimnis sein, das weiß jeder bei mir. Als Streamer hat man irgendwann keine Geheimnisse mehr. Ich überlege aber. Oh nein, Barbie war es mit Sicherheit nicht. Ah, das war so schlecht. Die Welpen, du hast es auch gespielt, oder? Ich wollte es, aber ich habe ihm genauso eine Chance gelassen wie, hey, ich habe auch Hannah Montana gespielt und da hatten wir auch Spaß. Aber da war einfach null Spaß. Nur wenn diese Welpen kamen, ne? Dieser Blick von den Welpen war das Beste am ganzen Spiel. Ansonsten war das echt traurig. Aber fürchterlich. Schrecklich. Ich frage mich manchmal, ob ich vielleicht My Summer Car noch mehr mag, als ich es eigentlich sollte. Weil es ist schon ein gutes Spiel, aber ich hebe es halt auf so ein Podest irgendwie, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das gilt ja auch nicht als schlechtes Spiel. Es ist halt extra gemacht als schlechtes Spiel. So, das ist vom Macher gewollt, mehr oder weniger. Es ist halt ja, so das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen, wenn ich so ein Spiel rausbringe. Boah, nichts gegen den Goat Simulator, der ist super. Aber My Summer Car werde ich, glaube ich, diesen Sommer
Im Sommerloch werde ich, also im nächsten Loch werde ich so My Summer Car nochmal auspacken. Ey, das war, also My Summer Car haben wir eine Woche gezockt, das war die geilste Woche. Das ja. war so unfassbar gut. Und es wird halt weiterhin gepatcht, ne? Es kommen auch neue Inhalte. Oh. Es gibt mittlerweile einen Bus zum Beispiel. Ja, das ist doch genau das Richtige für mich. Ja. Aber den darf man, den kann man selber nicht fahren, man kann mit dem halt fahren. Ach so. Um die Stadt. Ja, da freue ich mich auch drauf. Nee, aber sonst fällt mir da nichts ein. Also ich spiele sehr viel Schrott. Das ist einfach so als, Trophy Hunter nimmst du halt auch mal Schrottspiele, die sind meistens relativ schnell auf 100% zu bringen. Und ich habe auch dieses I am Mayo. Das Spiel besteht darin, ich glaube 100 oder 10.000 Mal auf ein Mayonnaise-Glas zu klicken. Wir haben das 53 Minuten im Stream gespielt und wir haben uns köstlich amüsiert. Das war einfach, ja, ne? Das war lustig. Aber ist alles keine Geheimnisse. Ich stehe zu meinen schlechten Spielen. Ja, nächste Frage. kennt irgendwer von euch Thimbleweed Park? Was? Nee. Thimbleweed Park wird gefragt. Aber sagt mir auch nichts gerade. Nee, sagt mir gar nichts. Nee. Okay. Dann müsste ich mir das mal angucken, vielleicht. Das sollte ich. War das jetzt die nächste Frage, die Community-Frage? Mhm. Okay. Also, was haltet ihr davon? Habt ihr überhaupt Ach schon so. Davon gehört? Ah, okay. Aber ich hab's mal übersetzt, weil ich selber noch nicht kannte. Okay, ich verstehe. Ja, gut, dann. Wie seht ihr 2017 spieletechnisch? Wird gut? Wird es gut oder ist es gut gestartet? Was sagt ihr zu For Honor und der starke Spielerverlust? Das haben wir schon vor eineinhalb Monaten haben wir das gesagt. Ja. So For Honor, also das ist, würde ich mal sagen, für uns jetzt hier im blanken Schnack gar keine Überraschung. Das haben wir, angekündigt. Nee, das Jahr ist super gestartet. Also da waren doch richtig, also so einen starken Start, war doch sensationell. Von Horizon, von Zelda, von Neo, was da nicht alles rauskam. Es ist ja zugebombt. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was in diesen ersten 3 Monaten erschienen ist. Das ist wow. Und es kommt noch und wow. Es ist wirklich ein starkes Jahr. Ja. Aber es wird auch immer stärker, weil die Game-Industrie immer größer wird. Ja. Also ich meine, die Releases werden immer mehr. Es ist halt einfach... es wird von Jahr zu Jahr krasser und es wird, glaube ich, immer voller und es wird immer schnelllebiger. Also ich habe Twitch in diesem Jahr, in den ersten 3 Monaten, noch nie so schnelllebig erlebt. Mhm. Also was Leute von einem Spiel ins nächste, ins wieder nächste und wer ist am schnellsten fertig und kann mit dem nächsten anfangen, das ist krass. Das finde ich schade. Das finde ich ein bisschen... Das wird auch immer so weitergehen. Also die sage ich mal, etwas größeren Streamer aus Amerika machen es vor und dann machen sie alle nach. Oder nicht alle, aber einige. Ja, viele machen es nach. Das ist ein bisschen schade, finde ich. So immer nur das Aktuellste und sofort zack, 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 sofort am Start sein. So. Also ich, nö. Ich finde das ganz schön, aber für mich als Zuschauer zu sehen, wer von den Streamern halt eben wirklich noch die Spiele spielt, weil er sie mag und wer es halt nur noch als Business, als reines Business sieht. So jemand, der, um Leute anzuziehen. Der das eine Spiel am Release-Tag spielt, 2 Tage und dann kommt das nächste raus und er hat es noch lange nicht fertig und springt dann direkt zum nächsten Spiel. Da weiß ich dann schon, ja, okay, du möchtest jetzt einfach nur hier die Viewer aus der Kategorie rausholen. Dir geht es eigentlich gar nicht mehr so richtig um die Spiele. Und dann drücke ich halt auf den Unfollow-Knopf und dann ist die Sache für mich gegessen. Also, wenn ich mit ein bisschen Beobachtung da rangehen an die ganze Geschichte, ist ja auch ganz praktisch. Ja. Okay. Dann, was ist für euch der gesundheitliche Unterschied zwischen einem Bürojob und dem Stream? Ist doch vergleichbar, oder? Ja. Da gibt es keinen Unterschied. No. Außer, dass du zu Hause arbeitest und das ist problematisch. Ich wache auf und gucke auf meinen Arbeitsplatz, wie der Du kannst Kinendo es oft nicht das gut so trennen, ja. Also ich bin mittlerweile froh, dass ich ein Arbeitszimmer habe, weil ich dann auch einfach mal die Tür zumachen kann und sagen kann, so.
Vorher war das, vorher war mein Arbeitsbereich ja im Schlafzimmer und das war. Es war einfach, ich weiß nicht, du kannst nicht abschalten. Wenn du halt im Büro hast, hast du halt sowieso einen getrennten Arbeitsbereich, aber ich finde, es ist ganz, ganz, ganz gut, wenn man seinen Arbeitsbereich auch einfach mal so zumachen kann. Ja, das ist bei mir so, manchmal am Wochenende bin ich, ne, Samstag, Sonntag, bin ich nicht einen Tag hinten am Rechner und so. Ich habe zwar vorne einen Laptop, aber den habe ich halt, wenn ich mal was bei Amazon bestellen muss oder so, selbst der bleibt dann aus und dann, gut, Twitch läuft meistens trotzdem irgendwo vorne auf dem Fernseher oder auf dem Handy. Ich bin schon sehr viel auf Twitch unterwegs. Aber dann einfach nur zum Zuhören. Also meistens höre ich sowieso nur zu. Also ich seh da keinen großen Unterschied. Ich sehe da generell so arbeitstechnisch, wenn wir das so in die Berufswelt packen, sehe ich da keinen großen Unterschied. Nö. Jeder Job ist hart irgendwie, auf seine eigene Art und Weise. Und ob du nur zu Hause sitzt und Computerspiele spielst, jeden Tag, oder ob du auf dem Bau arbeitest, was körperlich super anstrengend ist, ist genau dasselbe. Oder im Büro IT bist und dich schon, weiß der Geier, was du in der IT machst oder bei der Bank arbeitest. Es ist ein 40-Stunden-Job, bam, es ist anstrengend, Punkt aus Ende. Das muss man nicht differenzieren, finde ich. Ich denke, jeder hat in seinem Job eine gewisse Anerkennung verdient, denn ohne diese würden einige Dinge nicht funktionieren. So funktioniert eure Nachmittagsunterhaltung nicht, ja, weil wir nicht da sind. Aber einen Unterschied sehe ich da nicht, nö. Außer die geregelte Arbeitszeit, aber gut. Und dann die letzte Frage, also falls ihr noch eine habt, schreibt die jetzt, sonst hüpfen wir gleich rüber zu den Twitch-News. Die ist jetzt sehr Ina-bezogen, aber sie ist ja auch Gast bei uns heute. Geht zwar an Sally, aber ich glaube, da können wir alle anderen, also zumindest die sie, glaube ich, auch beantworten. Also Netstormy fragt, Sally ist, glaube ich, recht früh auf Ina gestoßen. Wie ist es jetzt zu sehen, dass sich Inas Stream recht gut entwickelt hat? Wow. Sally. Beantworte bitte diese Frage. Ich bin ja so stolz, sie werden so schnell groß. Oh. ich bin auf Ina damals aufmerksam geworden durch Dizzy, weil die beiden zusammen den Talking. Wie? Keep Talking and Nobody Explodes, heißt es, glaube ich. Genau, das haben die zusammen gemacht und das war sensationell, dieses Bombenentschärfen. Und ich fand sie so sympathisch. Also ihre Stimme war einfach, sie war so ruhig und so sympathisch und da habe ich mir gedacht, oh, da kannst du mal vorbeigucken und ja, ich kann das verstehen. Oh. Ja, nee, ich kann das absolut verstehen, man fühlt sich wohl, es ist gemütlich, es ist ja nicht so, dass du nur 5 Minuten mit der Community redest und dann anfängst zu zocken, ne, es ist... Sind schon mal 10, das stimmt, ja. Hängst mal eine 0 hinten dran. Ja. Ne? ich selbst habe da jetzt gar nichts so mit zu tun. Also das hat sie ganz alleine geschafft. Ich fand Ina am Anfang doof. Hast du mir erzählt, ja. Du hast mir auch noch nicht genau gesagt, warum. Keine Ahnung, weil ich nie reingeguckt habe. Einfach so, ja. Ist genauso, wie er halt Aloy doof findet. Das ist so, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber da habe ich reingeguckt. Oh Gott, ja. Es liegt an den roten Haaren. An den roten Haaren mit hellen Spitzen. Das mag Slevy einfach nicht. Nee, meine Ex-Freundin hat auch rote Haare. Nicht so. Deshalb ist sie ja auch die Ex. Sie ist du bist so oberflächlich. Du bist so oberflächlich. Ja, und irgendwer muss den Job ja auch machen, des Oberflächlichen. Kann ja nicht immer alles nur auf Ehrlichkeit basieren, oder? Doch. Bus. Ja. Und dann habe ich mal ein bisschen zugeguckt und ich mochte den Chat. Eigentlich gucke ich deinen Stream nur wegen deines Chats, muss ich sagen. Auch okay, auch okay. Das ist auch okay. Ich habe gerade den Chat. Ich habe gerade den Chat vor Augen beim Landwirtschaftssimulator. Oh Gott. Ich glaube, Landschaftssimulator war bisher das Spiel, wo der Chat am meisten durchgedreht ist. Oh ja, da durfte ich mal so richtig. Oh. Das war schön. Oh ja, du hast dich so gefreut, ne? Ja, ich habe mich gefreut. Bin mit
bin schon so angesäuert reingekommen. So. Ich habe schon so ein... So, und dann der Tuff, Tuff. Ich habe sie alle weggeschossen. Das war schön. War schlimmer als Minecraft. Es war schlimmer als Minecraft. Ja, das war's. Das stimmt. Die guten Minecraft-Zeiten. Aber das werde ich diesen Sommer nochmal machen, wenn Sommerferien sind. Nämlich Minecraft. Ich meine das ernst. Ja, wie sucht was? Die Herausforderung? Achso, Minecraft? Ja. Boah, ich muss das noch von irgendwann machen. Ja. Ich habe noch so blöde Achievements zu machen. Ich muss noch in diesen komischen... Etta? Netta? Nether. Irgendwie sowas. Ja, Nether. Mein erstes Mal war nicht so toll. War die Frage eigentlich, ob ich stolz auf ich bin stolz auf Ina. Hat sie toll gemacht. Hat eine tolle Community. Ich kenne da alle. Ja. Man, das ist so. Man kennt sich, ja. Man kennt sich. Ne? Es hat sich sehr miteinander verschlungen. Morgens da, abends da. Es ist so. Naja. Ist so. Ich finde das schön. Du hast dich total verändert. Ich bin ganz anders geworden. Ja. Ich bin nicht mehr so entspannt wie am Anfang. Ich gucke dich nicht mehr. Nee, stehe auch nicht. Aber es ist doch kein Geheimnis. Aber dafür haben wir uns ja am Anfang geguckt. Ich kenne Ina nämlich schon seit Stream 1. Sie kennt mich sogar schon viel länger als Stream 1. Ja. Das stimmt, ja. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich nicht wirklich mehr viel reingucke, ich bin trotzdem sehr stolz. Das hat mich, also ich habe ja, das Ding ist, wann, ja, als du halt angefangen hast mit ein, zwei Zuschauern und jetzt guckst du aber, es sind so 200, 300, 400, 500 manchmal. Das ist schön zu sehen, jemanden wachsen zu sehen und zu sehen, dass das fruchtet und dass das gut ist. Also du hast ja auch eine, wie du selber sagst, ja auch eine schöne Community und so. Das freut mich, dass das alles so geklappt hat. Finde ich gut. Mich auch. Ja. Aber es geht trotzdem nichts über meine Community, okay? Selbstverständlich. Also jetzt könnt ihr hier mal meine Community mal ganz kurz das Thema rausholen und mal Ina und Slappy und Sali mal ein paar Taschentücher geben, bevor sie jetzt alle weinen. Wir sind Zevas und Zeva macht die Rauch. Was macht Rauch? Die Nase? Ja, aber man kann halt laufen lassen und sich das Tränchen wegwischen. Ja, aber die ist am sausfähigsten. Und dann bleibt dir bei Taschentüchern bleibt dir halt immer was an der Nase hängen. Das ist bei Küchenwolle nicht. Hm? Ja. Genau davon rede ich. Ich glaube, im Endeffekt kann jeder auch seine Küchenwolle sein. Ja. Und außerdem, das Ding ist halt hier so, wenn sich das jeden Sonntag sammelt, einfach nur, ich möchte das noch abschließend sagen, jeden Sonntag, wenn sich hier andere Communities mitsammeln, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr schön. Es ist gut. Es ist ein schöner, großer Haufen geworden. Und ihr seid alle toll. Egal, wo ihr herkommt, wo ihr zuguckt und so. Es ist schön, dass ihr für die Streamers da seid. Bam. Dankeschön. Bam. An der Stelle. Man muss ja auch mal Danke sagen. Man kann nicht immer nur nehmen, man muss auch mal was geben. Ohne euch wären wir nichts. Nee, wären wir wirklich nicht. Und jetzt kriege ich eine PS4. Aber die Pro. Was? Gut, dass mein Stream passt. Giveaway? Was? Plankenschnack Giveaway? Hört das nochmal mit der Krawatte. Das war ein Witz, weil irgendjemand Giveaway geschrieben hat. Oh, das passt so gut bei dir. Oh, das passt aber super. Ja, natürlich. Ist zu weit oben. Ich kann sowas tragen mit meiner Figur. Warte, wo ist das? Nee. Wollen wir jetzt eigentlich, heute, wir schweifen sehr ab heute, ja, ne? Ja, aber da ich war muss tatsächlich, sagen, ist noch eine was Frage reingekommen. Oh. Nee, sonst schweifen wir nicht mehr so viel ab. Das muss an dir liegen, Ina. Ja, nee. Also mir passiert das bei mir nie, schweifen. Also, bitte. Wohin geht euer nächster Urlaub, wenn es Urlaub gibt? Gamescom. Köln. Geht mein nächster Urlaub. Ich habe nichts geplant, aber wenn... Achso, willst du zuerst? Mach du. Nee. Ich habe nichts geplant, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, Island oder Irland.
Ich habe ein sehr schönes Urlaubsziel, Leute. In meinem Büro. In meinem Büro. Das wird so geil. Ich freue mich so sehr drauf. Also, falls sich jemand wundert, warum ich heute so anders bin, ich freue mich auf mein Büro. Wie ein kleines Kind, Leute. Oh, ich kriege in 2 Wochen schon Besuch. Ah, das ist so toll. Ich kann endlich Leute in meine Wohnung holen. Yes. Oh Gott. Ohne Witz, Leute, Entschuldigung, aber ich bin wirklich sehr aufgedreht, weil ich mich darüber so sehr freue. Das ist schön. Aber das wird mein Urlaub. Ja. Sonst keiner Urlaub? Nee. Nee. Wird es mal einen Plankenschnack mit euch zusammengeben in einem Raum? Den gab es schon im Januar. Also ich kann das anbieten. Ja, ich hab alles bereit hier, wenn ihr wollt. Lass mal alle nach Dresden fahren und den Dizzy besuchen. Plankenschnack vor Ort. Mit Roomtour. Ja, gab es schon, um die Frage zu beantworten. Stimmt. Und wird es wahrscheinlich nochmal geben irgendwo, wenn es mal die Gelegenheit gibt. Aber ich glaube, unbedingt jetzt für irgendwas sich einfach nur deswegen zusammenzusetzen, macht es, glaube ich, keinen Sinn. Dafür wohnen wir einfach allesamt komplett an anderen Ecken des deutschsprachigen europäischen Festlandes. Ja, leider. Aber das können wir wirklich machen. Wir behalten das mal. Nee. Wir behalten das mal im Kopf. Ja. Also du musst ja nicht hier sein, aber das können wir wirklich auch machen. Ich kümmere mich mal drum. Mit so Zetteln. Thomas Gottschalk. Was heißt ich? Wir kümmern uns da mal drum. Lass uns drum kümmern. Ja. Seid ihr Fan eines besonderen Filmfranchises? X-Men. Mir fällt der Name nicht mehr ein, von der Trilogie, die mit Simon Pegg und dem anderen Hot Fuzz, Shaun of the Dead und der andere hieß This is the End. Achso, ja. Das Cornetto, danke. Regie, dankeschön. Ja genau, die Cornetto-Trilogie. Das mag ich. Das sind ganz coole Filme. Aber an sich gucke ich nicht auf Film-Franchises. Videospiel-Franchises. Zelda. Das mag ich. Nee, ich mag die X-Men-Reihe sehr gerne. Ich mag Marvel sehr gerne. Harry Potter, aber nur, weil ich mit meiner Freundin zusammen bin. Oh, Harry Potter mag ich auch gern. Hast du das jetzt gehört? Ich hab's extra leise gesagt, Mann. Ich weiß, mir gefallen total viele von diesen Sachen. Herr der Ringe. Oder, ja, ne? Also Tolkien, das ist schon... Ich mag das alles gerne. Ich gucke halt nicht viele Filme. Ich habe letztens American Psycho wieder gesehen. Den kann ich empfehlen. Oh, Alien habe ich auch letztens wieder angeschaut. War auch gut. Oh, Alien ist super. Alien ist richtig gut. Richtig gut. Habe ich auch gesagt. Alien, Harry Potter, X-Men finde ich auch gut. Herr der Ringe. Alles so, was man eigentlich kennt, ne? Ja. Das waren alle Fragen. Ja, wir haben, ja. Kommen wir zu den Twitch-News. Meine Damen und Herren. Habt ihr so einen Sound hier? Ja, Moment. Okay. Die Twitch News. Und jetzt müsste hier so links neben mir so das aktuelle Thema eingeblendet werden. Achso. Soll ich mal loslegen, ja? Leg mal los. Go, go, Power Rangers! Komm, ab dem 14. März, also übermorgen, startet ein Marathon auf Twitch, wo alle 831 Folgen der Power Rangers TV-Serie an einem Stück gezeigt werden. Was? Echt? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Total cool. Was? Total cool. Wie gut ist das denn? Oh, diese Hexe, die da immer war. Ja. Oh, die finde ich voll gut. Habe ich nie geguckt. Nein, nicht natürlich jetzt? Nicht. Habe ich nie gesehen. Kommt das wirklich? Ja. 831 Folgen. Wow. Keine Ahnung, ich glaube, da gibt es einen extra Kanal. Gibt es einen eigenen Kanal für? Bestimmt, ja. Warte.
Moment. Warte, der Kanal. Ja. Den Link. Das ist halt sowas, das ist so schlecht. Oh, Twitch Presents. Genau, so heißt er. Moment. Ich will das sehen. Ich finde das gut. Ab übermorgen. Ja. Gleich mal ein Follow da lassen. Ach kann ja, man schon ist abonnieren. Mein Streamer der Woche. Ich habe ihn gerade gefunden. Entschuldigung, aber ich bin bald nicht da. Das ist total cool. Ich finde es total geil. Ich muss Power Rangers gucken. Wie lange wird denn das laufen? Wie lange bin ich jetzt im Urlaub? Oh, voll gut. Und die haben schon Emotes mit allen Farben der Power Rangers. Was? Ja, und die Hexe hat auch ein Emote. Ja, ist doch krass. Ich glaube, die soll das sein. Schwarz, blau, pink oder rosa, gelb und rot und die Hexe. Grün fehlt, ne? Grün? Zeig mal her da. Gab doch nur 5. Oh, wie cool, ja, da ist sie. Grün Power Ranger? Ja, gut, cool. Später gab es auch noch den Weißen. Ja. Und ja, dann. Haben wir nie gesehen. Sally und ich wissen gar nicht, worum es geht hier. Niemals. Richtig. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir demnächst in meinem Stream sehr viele pinke Power Ranger haben. Das passt wunderbar zur Speckelfe. Ich hätte gerne den schwarzen. So, ich bin auch der Gelbe. Ich bin natürlich der Gelbe, möchte ich sagen. Nächster Punkt. Man kann demnächst Spiele direkt auf Twitch kaufen. Und zwar, das ist auch öffentlich, also ich verrate jetzt hier keine geheimen Partnerinformationen oder sonstiges. Partner, die sich da reinopten, also das Häkchen setzen in ihren Einstellungen, dass sie da mit dran beteiligt werden möchten, werden zu 5% beteiligt an den Einnahmen, die dadurch gemacht werden. Wenn man ein Spiel kauft, was über $5 geht, kriegt man irgendwie so Überraschungen noch dabei, also irgendwie so Lootboxen mäßig, dass man dann irgendwie bestimmte Sachen im Spiel freigeschaltet bekommt oder sowas. Das läuft bis jetzt noch über den Twitch-Launcher. Aber der Twitch-Launcher wird ja vielleicht demnächst in was anderes eingearbeitet, was dann später noch in den Twitch-News kommt. Da kommen wir dann später noch zu. Wichtig, glaube ich, hierbei ist, dass die Partner, die da jetzt nicht das Häkchen setzen, man bei denen aber trotzdem das Spiel kaufen kann. Nur die werden halt einfach nur nicht an den Einnahmen beteiligt. Aber das wissen wir ja eigentlich schon lange, dass das demnächst kommen wird. Haben wir ja schon lange vermutet, als der Twitch-Launcher überhaupt gestartet ist. Und jetzt kommt halt der nächste Schritt. Bin ich so vollkommen anti. Oh Mann. Ja, aber wieder mehr Leute jetzt anfangen werden, ihre Spiele geil zu finden, ne? Wahrscheinlich. Wie meinst du das? Nein, naja. Es wird so oder so eingeblendet, ne? Egal, ja. ob der Streamer sich entscheidet, daran beteiligt zu sein am Umsatz oder nicht, es wird trotzdem unten eingeblendet, damit man das nochmal. Ja. Ja. Willst du mehr Sellout führen? Ja, aber noch ein Launcher. Ich meine, come on, Leute. Reicht nicht einfach nur Steam? Nee, Moment. Da kommen wir ja gleich noch zu. Bei der großen News. Da kommt ja noch was. Warum soll das zu einem Sellout kommen? Das ist. Naja, also, es sind bestimmte Spiele, bestimmte Publisher und so haben sie ja schon vorgestellt, die das machen. Und du hast halt einfach die Möglichkeit, das Spiel halt da unten über so einen passenden Link zu kaufen. Ob du das jetzt so kaufst oder ganzen anderen zigtausend anderen Möglichkeiten nutzt, glaube ich jetzt nicht, dass das. Warum denken die Leute immer gleich Sellout? Naja, weil ein Streamer, der das Spiel gerade spielt, was die Leute sich direkt über seine Seite kaufen können, kann halt jetzt Geld verdienen, indem er das Spiel ein bisschen besser macht, als es vielleicht ist. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also, ne? Ich denke nicht an so Fake-Leute. Das ist halt. Oh Mann. Ja, sorry. Es wird diejenigen geben, die das bestimmt machen, aber so. Wenn man offenen Auges durch die Twitch-Welt geht, dann wird man die ja wahrscheinlich schon sehen. Ich bin das gewohnt durch eine erwachsene Community, dass die da halt nicht blind reinlaufen. Oh, die spielt das, das muss ich jetzt auch. Nein. Aber an sich muss ich sagen, finde ich das gar nicht so schlimm. Nee, schlimm finde ich jetzt auch nicht. Doch. Da habe ich jetzt. Nö, schlimm finde ich es. Oh, ich finde da so anti. Also gerade, weil es schon so viele Launcher gibt. Achso, wegen dem Launcher. Aber jetzt. Ja, mich nervt bloß dieser Launcher. Davon haben wir schon 1000 installiert. Und das stimmt. Noch wieder ein. Und
Oh, ich weiß nicht. Also ich mag Twitch und so, das weiß jeder. Ich bin Fanboy, aber da bin ich so. Nee, danke, sorry. Aber das könnt ihr gerne behalten. Auch die 5% könnt ihr gerne behalten. Man kann jetzt seine Videos in Collections organisieren. Das heißt, das, was du quasi schon dir lange wünscht, Dizzy, kommt jetzt tatsächlich. Das heißt halt nur nicht Playlists, so wie bei YouTube, sondern Collections. Aber im Prinzip, was es macht, ist, du darfst jetzt deine Videos nehmen und in automatisch laufende Playlists packen. Sagen wir, du hast irgendwie alle Highlights, alle deine Streams gehighlightet, in denen du ein bestimmtes Spiel gespielt hast. Dann packst du die da alle rein, lässt die von vorne bis hinten laufen und dann können die Leute halt in dieser Playlist halt die VODs gucken. Bei manchen funktioniert es aktuell nur bei hochgeladenen Videos, habe ich gehört, aber ich glaube, das ist einfach nur, weil es momentan noch in der Beta steckt und das wird dann wahrscheinlich später noch alles nachgeliefert. Jetzt nochmal für mich zum Verständnis, weil ich jetzt die letzten paar Tage nicht so wirklich damit in Kontakt war, ist das, dass wenn ich offline bin, laufen die alle oder... Nein, die Leute gehen in deine Collections und können die dann aktiv anmachen. Das ist nicht so also wie die Playlists, die vor einem Jahr oder wann kamen, die dann automatisch laufen. Das ist das, was da oben, was wir jetzt drin haben, wie heißt das oft? Sammlung? Oder irgendwie Sammlung, heißt ja, das? Ja, genau. Sammlung heißt das, ne? Sammlung, ja. Cool. Ja, sehr, cool. Sehr cool. Das ist cool. Das fehlt schon lange. Das ist cool. Krasser Shit, da muss... Richtig gut. Finde ich gut. Ja. Ne, kannst du schön dein ganzes hier Resident Evil, bam, da, und dann läuft das super. Oh, super. Dann, in endlich ein paar Tagen. Ja, endlich, Entschuldigung, endlich können wir sortieren. Das ist voll gut. Ja. Das ist wirklich gut, ja. Ja, ja. In ein paar Tagen wird man die Möglichkeit bekommen, sein eigenes Cheer-Mode hochzuladen. Twitch hat ja vor ein paar Monaten die Cheer-Modes eingefügt, also Craigasm, Swift Rage, Kappa sind unter anderem drin, je nachdem wie viele Cheers dranhängen, umso besser die Bewegung oder Animation, die das Emote macht und jeder Partner hat jetzt demnächst, also Mitte März, ich glaube 15. oder so ungefähr, bin mir jetzt gerade um das Datum nicht ganz sicher, kann man ab Mitte März sein eigenes animiertes Cheer-Mode hochladen, also 5 verschiedene Stufen. Und habe ich damals auch schon gesagt, als die Cheer-Modes kamen, dass es cool wäre, wenn man seine eigenen implementieren könnte. Finde ich an sich cool, weil man jetzt tatsächlich offizielle animierte Emotes, also eins zumindest, hochladen kann. Aber es ist halt an Cheers gebunden und wir Deutschen haben da jetzt nicht so viel von den Cheers, zumindest die meisten nicht. Nee. Ihr habt das alle aktiviert, oder? Also jo. Ich hab schon Cheers. Ja, ja. Ich glaube, ich bin die Einzige, die es nicht aktiviert hat. Also ich hab da... Ich nehme mich da jetzt mal komplett raus, weil mir ist das völlig Latte. Ja. Ja, ja. Da könnte man jetzt wieder die Dinge bringen, die sonst immer kommen, aber da müssen wir auch nicht jede Woche zwingend drüber reden. Dass da in Deutschland halt noch ein bisschen was gemacht werden muss. Ja, eben. Kann man auch, glaube ich, Entschuldigung, kann man die, ist es immer noch so, dass man die nur mit Kreditkarte kaufen kann? Ja, die Bits? Ja. Das ist ja. Genau. Dann kleine Randnotiz bei den Name-Changes, über die wir ja schon beim letzten Mal gesprochen haben. Gab es eine kleine Statistik, Stand 10.3. haben 130.000 User ihren Namen bereits geändert. Ich habe manche bei mir auch, die haben es aber nicht zu extrem gemacht, sondern die haben halt vielleicht ein paar X'e oder ein Wort rausgenommen, aber die erkennt man immer noch. Glücklicherweise, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass dann plötzlich die Leute auf die Idee kommen, ich kann endlich mich so nennen, wie ich wollte und ich dann überhaupt nicht mehr weiß, wer das ist. Aber so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber tatsächlich 130.000 Leute. Genau. Das ist halt echt eine Menge. Ja. Ja. Bin gespannt. Also, du kannst es ja alle 60 Tage, glaube ich, machen, ne? 60 oder 90, bin mir nicht. Ich glaube 60. Sicher. Ja, alle 60 Tage. Huch, das könnte echt anstrengend werden. Zumal dann einige Leute in Vergessenheit geraten, irgendwie. Dadurch. Ja, du erkennst sie nicht mehr, ne? Ja, genau.
Sie haben ihren Ausweis abgegeben. Mhm. Ihre Identität ist weg. Sie sind nun undercover. Und dann wunderst du dich, warte mal, deinen Namen habe ich ja noch nie gelesen. Warum bist du hier Subscriber? Ja. Selbst so. Das ist ein Sub oder ein Resub? Moment, ja, der Name? Ja, ja. Ganz oft. Der Name? Hast du Ninja gesubbt? Wann hast du gesubbt? Habe ich das nicht mehr? Habe ich dir schon Danke gesagt? Ich bin doch schon vor lange da. Hm. Ehrlich? Das ist schade leider ein bisschen, ja. Ich kann es teilweise verstehen, wenn man sich einen Namen ausgesucht hat, mit dem man sich überhaupt nicht mehr identifizieren kann, einfach weil er schon so alt ist. Aber man muss halt damit rechnen, dass die Streamer und auch die anderen Leute im Chat dich erstmal nicht erkennen, dass das dauert. Gibt auch Streamer, die haben sich komplett umbenannt. Ja. Da kommt es einem auch komisch vor. Echt? Das habe ich mir auch schon vorgenommen. Ja. Aber dann habe ich mir gesagt so, ach nee, das hat auch vorher geklappt, das muss jetzt nicht anders sein. Easy LP. HD, TV. TV. Ich hab wirklich in der Tat überlegt, ob ich möchte sie LP nennen. LP? Hm. Meinst du doch nicht ernst jetzt? Natürlich nicht. Sehe ich aus wie ein Vollidiot oder was? Weil du das so ernst sagst. Ich wollte gerade sagen. Nee, ich wollte das HC wegnehmen, aber dann habe ich mir gedacht, ach, drauf gekickert, lass das stehen da. Aber ja. Speckelfe wäre schon cool, nur die meisten würden sich dann denken, warte mal, wem folge ich denn da? Wer ist er denn? Unfollow! Oh, das war ja Dizzy! Im Internet ist es einfach so, dass du mit Nicknames eine Persönlichkeit verbindest. Das ist halt einfach so. Egal, ob du Streamer bist oder Zuschauer. An neue Streamernamen gewöhnt man sich wahrscheinlich schneller, weil du eben auch das Gesicht dazu siehst und so weiter. Aber jemand im Chat, der nur unter seinem Namen bekannt ist, es ist halt erstmal bist du weg, erstmal bist du tot. So doof es klingt, aber. Ja. Dann. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Was ich denn? Die Communities wurden geupdatet, genau. Und zwar kann man jetzt sich nicht nur den View-Account der Communities, sondern auch den Stream-Account anzeigen lassen. Also wie viele Streamer in dieser Community streamen. Die Communities tauchen jetzt in der Suchfunktion auf. Und es gibt Featured Communities, die werden handerlesen von Twitch selbst und werden einem halt, wenn man da auf dieses Featured-Knöpfchen drückt, werden die einem dann halt angezeigt. Also nicht nur sortiert nach eben Viewerzahl, sondern tatsächlich, dass Twitch oder irgendwer bei Twitch dann daherkommt und sagt, ey, das ist eine coole Community, die setzen wir dieses Mal nach da oben. Und dann findet man so auch vielleicht schneller Communities, beziehungsweise dann halt die Streamer, die darin streamen. Wurde quasi auf Feedback reagiert, auf Tipps, die die Leute Twitch gegeben haben. Genau. Möchte da jemand was zu sagen? Nö, das ist ja was. Also ja, ich habe nichts. Dann ziehe ich mal kurz hier was vor. Und zwar wurden die Partnerrichtlinien angepasst. Das habe ich ja, glaube ich, heute erst gelesen. Wenn früher stand ja immer bei den, wenn man sich als Partner bewerben wollte, gab es ja eine Zahl an Viewern, die man regelmäßig anziehen wollte. Das wurde jetzt heute tatsächlich rausgenommen. Da steht nur noch eine wachsende Zahl an Zuschauern, soweit ich mich erinnern kann. Ist gut, weil viele Leute haben sich viel zu sehr auf diese Viewer-Geschichte versteift. Und es war ja offensichtlich auch vor allem im deutschsprachigen Bereich klar. Die Zahl war eh komplett. Genau. Ja, egal. Ja, gut. Ja. Das haben sie heute auf der PAX angekündigt. Genau, dann kommen wir zu den drei großen Punkten. Glaube ich. Nee, Moment. Nee, zwei große Punkte gibt's. Das andere ist noch das kleinere. Die Clips kann man jetzt auch in Kategorien sehen. Also du kannst nicht nur die einzelnen Clips angucken des Streamers, bei dem du gerade zuschaust, sondern du kannst auch zum Beispiel jetzt in Talkshows oder in IRL gehen und dir da die Top-Clips angucken von den verschiedenen Streamern oder von verschiedenen Streamern. Finde ich auch ganz cool. Finde ich ganz interessant. Wenn man vielleicht dann auch mal so durch auf neue Leute kommt oder so, weil das sind meistens irgendwie witzige Momente oder was weiß ich für Momente. Ja. Ich bin sowieso überrascht, was alles nicht geklippt wird, aber
vielleicht ist da mal was dabei, wo man denkt, irgendwie war das jetzt gerade ganz witzig, gucke ich mal rein. Finde ich ganz gut, ja. Ja. Genau. Und dann die Top 2 Punkte. Und zwar gibt es eine neue Startseite bei Twitch. Die nennt sich Puls. Weiß ich nicht, warum man der einen Namen geben musste, aber diese ganzen Feeds, die man ja bis jetzt unter seinem Stream hatte, wer die genutzt hat, die werden jetzt eben auf dieser Startseite angezeigt, und zwar allen Leuten, die einem folgen. Sieht ein bisschen aus wie Twitter. Daneben sieht man dann gleich auch, wer alles streamt, dem man folgt, und andere kleine Infos. Ich finde, es geht schöner, wenn ich ehrlich bin, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ganz praktisch, dass man jetzt tatsächlich die Startseite für was nutzen kann. Weil ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich bin seit 2 Jahren mittlerweile, glaube ich, nicht mehr auf der Startseite gewesen von Twitch. Ich habe, wenn ich einen Stream sehen will, dann gehe ich direkt auf die Follower-Kategorie. Also auf der mir alles angezeigt wird, wem ich folge. Und da das jetzt wiederum auf der Startseite ist, man dieses nervige Autoplay auch ausstellen kann mit Better Twitch TV, dass eben nicht der Stream, der da gerade irgendwie drin hängt, gestartet wird, finde ich das eigentlich ganz praktisch, sich direkt jetzt da zu verlaufen. Ich muss mir selber noch angewöhnen, die Updates zu posten. Ich nutze halt immer noch eher Twitter. Aber Twitter benutzt doch sowieso keiner. Was ist Twitter? Facebook, Leute. Und wenn ihr noch Ballistics RAM dazu kauft, dann könnt ihr das Ganze sogar in Highspeed nutzen. Ich glaube, jetzt muss man sich erstmal daran gewöhnen, die Twitch-Starter da richtig direkt zu benutzen. Also ich habe tatsächlich manchmal auf die Twitch-Starter geklickt und habe geguckt, wer streamt da gerade, was wird da vorgeschlagen. Aber grundsätzlich habe ich meistens, bin ich auf Twitch gekommen, indem ich einfach, Chrome speichert ja irgendwann einfach mal deinen Favoriten Gedöns, auf welchen Seiten du bist. Und das war irgendwie immer meins. Das heißt, ich bin immer erst auf meinen Kanal gegangen und bin dann über die Follow-Liste geguckt, wer dann streamt. Also ich war, wenn ich nicht ganz bewusst auf die Startseite geklickt habe, überhaupt nicht auf der Startseite. Und ich glaube, daran müssen sich jetzt einige wieder dran, wenn dann, gewöhnen, wenn sie es dann benutzen möchten. Auf Twitter ist es halt so, Twitter kriegst du alles so mit, wenn man Twitter benutzt, aber auf der Startseite oder auf Twitch ist es halt so, du musst die Startseite benutzen, damit du das auch alles mitkriegst. Und ja, ich fand es am Anfang ein bisschen verwirrend, weil ich diese ganze Spieleübersicht erstmal nicht gefunden habe. Also es ist halt schon so ein bisschen anders. Grundsätzlich finde ich es gut. Man muss sich, wie gesagt, nur dran gewöhnen. Oder eben, also dass man bewusst auf die Startseite sich begibt. Guckt. Ja. Ich finde es ja cool, weil du da auch gleich Clips irgendwie implementieren kannst. Ne? Ja, ja. Also. Ja, das finde ich auch gut. Also ich finde es auch nicht schlecht. Ich bin halt sehr selten auf der Startseite. Jetzt aber, weil ich einfach neugieriger bin, ne, was da so steht, Entschuldigung, was da so steht, gucke ich schon öfter mal. Ja, finde ich, ist eine ganz schöne Änderung. Kommt hoffentlich noch ein bisschen mehr dann da drauf. Und dann die überhaupt größte News überhaupt. Die Twitch Desktop App. Hat da jemand was von mitbekommen? Oder soll ich mal zusammenführen? Naja, Düssi, oder? Was? Na, wolltest du nicht was über zum Launcher und so sowas sagen? Nee. Ich habe nur gesagt, also ich wollte bejahen, ja, ich habe was davon gehört. Ach so. Und entschuldigt bitte die Kamera, sie nervt mich auch. Also ich würde gern so sitzen, aber ich weiß, dann ist es so, es tut mir leid, okay? Ich gelobe Besserung, Leute, sorry. Curse wird umbenannt. Im Prinzip heißt das. Zuallererst. Es ist keine eigene Desktop-App jetzt, die komplett aus dem Nichts herausgestampft worden ist, sondern es ist im Prinzip die Curse-App, die ab einem Update halt in Twitch umbenannt wird. Es wird eine Desktop-App sein, die man halt auf dem PC startet. Die funktioniert trotzdem weiterhin genauso wie Curse. Man kann darin Streams gucken. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, ich benutze das halt nicht. Ich benutze ja auch kaum Discord oder sowas, aber so wie ich das gesehen habe, gibt es darin auch Streams zu gucken, allerdings nur in einem Browser-Feed. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, wenn man über VLC mit diesem Livestreamer sich einen Stream anguckt, was halt extremst ressourcenfreundlich ist, sondern es ist trotzdem immer noch ein Browser, der da im Hintergrund läuft
und wird dadurch eben nicht, das war meine erste Hoffnung halt, als ich davon gehört habe, dass es vielleicht ressourcenfreundlicher laufen wird im Stream. Das ist es, glaube ich, nicht. Es ist mehr dafür gedacht, dass die Leute quasi die App nutzen und Chats halt rechts in der Leiste haben und dann nicht nur im Stream-Chat miteinander kommunizieren können, sondern auch selber Chats aufmachen können. Genau. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Voice- und Video-Calls damit möglich sein werden. Das ist schon ewig drin, 3 Tage da drin. In Curse? Ja. Warum nutzen wir das dann nicht? Ja, weil ihr das ja nicht benutzt. Achso, ich dachte, Curse würde immer noch da stehen, wo Discord und Videocalls gibt's noch nicht. Curse ist schon viel, viel weiter als Discord. Okay. Aber das ist, muss ich dazu sagen, Discord ist nicht schlecht, ist absolut nicht. Nein. Es ist genauso, nur dass halt einiges besser integriert ist in Curse, aufgrund der Tatsache, dass der Twitch Curse gekauft hat. Und Videocall ist da auch dran, ja. Also in der Theorie kann Curse momentan alles, was du brauchst. Teamspeak, IRC, also den Chat, Twitch selber ist da drin. Du hast Videocall für Skype, also du hast wirklich alles da drin. Und die Videoqualität ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also das kann man mal anbieten. Ich bin wirklich sehr begeistert von Curse. Und nicht, weil es von Twitch ist, sondern weil ich wirklich begeistert bin davon. Es wird ein Ingame-Overlay geben. Das gibt's auch schon ewig. Okay. Und man kann eigene Server erstellen. Allerdings keine dedicated, ne? So wie ich das verstanden habe. Also wie bei jetzt Curse? Ja, direkt bei Curse. Nicht jetzt, du kannst jetzt nicht einen eigenen Server anmieten, wie jetzt bei TeamSpeak und dann das darüber laufen lassen. Also es ist ja immer noch in der Hand von Twitch dann. Das geht ja auch schon seit Ewigkeiten. Also im Endeffekt haben sie Twitch jetzt in Curse mit reingebaut sozusagen und das Grundprogramm ist halt das Grundprogramm. Ja. Was geplant ist, und deswegen wollte ich vorhin noch nicht drüber sprechen, ist, dass der Launcher da reingepackt wird in die Twitch-App. Also die Twitch-App wird dann quasi gleichzeitig auch der Twitch-Launcher werden. Das heißt, wenn du Spiele aus dem Stream kaufen willst, wirst du dann eben direkt in die Twitch-App reingeworfen. Ja, aber es ist doch nicht schlecht. Nee, das ist auf jeden Fall was Schlechtes. Ich finde das gut, dass es dann auch da reingepackt wird und man ja nicht extra noch den Launcher und die Twitch-App hat, sondern dass darin sein wird. Und so wie sich das anhört, wird es wohl einige Partner geben, bei denen man dann halt schon Spiele kaufen kann oder deren Spiele man dann kaufen kann mit dem Twitch-Launcher bis jetzt. Nee, der Launcher wird dann abgeschafft. Der ist dann quasi in der Twitch-App. Den Launcher gibt's ja jetzt schon. Ja, wo mein Curse dann sowieso benutzt. Ja. Also ich bin ein großer Fan von Curse. Ich werde übrigens nicht bezahlt und bin auch nicht gesponsert, just saying. Ich finde es wirklich gut. Ich bin begeistert. Ja, da hat Twitch wieder einiges rangeklotzt. Das waren die Twitch-News, meine Damen und Herren. Ordentlich. Ich gebe ab an das Studio. Zurück zum Wetter. Wer ist denn unsere Wetterfee? Ina, machst du die Wetterfee? Ja, die Speckelfe sollte ja schon die Wetterfee sein, finde ich, oder? Ich? Wenn Speckelfe so gut zum Wetter passt? Ja. Wow. Dann? Liegt die Speckelfe heute niedrig, oder? Ich habe sie heute extra angezogen. Ja, die hängt niedrig, die hängt niedrig, ja. Oh, ich passe doch eh besser zum Sportteil. Das stimmt, ja. So sportlich, ja, wie du bist. So sportlich, wie ich bin, ja. Ja. Aber wenn jetzt nicht großartig noch was ist, können wir theoretisch ja abschließen für heute. Ja. Mit dem Streamer der Woche. Content-Creator der Woche. Du hast übrigens das Schlusswort, nur um dich mental darauf vorzubereiten. Alles klar. Diesmal auch ein bisschen mehr als ich muss aufs Klo. Versprochen. Oh ja, das war letztes Mal ein bisschen... Okay, ich muss tschüss. Obwohl ich tatsächlich muss, aber ja. Schaffst du das noch 2 Minuten? Das schaffe ich noch. Ich schaffe das noch. Okay. Sadi, du hast die letzte Zeit nichts gesagt. Möchtest du vielleicht deinen zuerst vorstellen? Regie, geht das eigentlich?
Okay. Ja, wen habe ich denn genommen? Wow. Lobos! Lobos Junior habe ich genommen. Ja, ich höre das öfter, dass Leute, also ich konsumiere Twitch in vielerlei Hinsicht. Ich schaue gerne Leute, die mir gefallen, Leute, die meine Seele streicheln, aber ich bin halt auch sehr Gaming interessiert und ich liebe Challenge Runs, ich liebe Speed Runs und ich liebe es, Menschen zuzuschauen, die einfach richtig gut in Games sind. Das macht mir mega Spaß. Und ich schaue eigentlich schon, seitdem ich auf Twitch bin, schaue ich immer wieder Lobos Junior. Der ist bekannt für seine Dark Souls, Bloodborne, Dark Souls Runs. Der macht Challenge Runs, wie zum Beispiel Only Shield, Only, wie hieß diese Rüstung, diese Stachelrüstung, womit du den Schaden verursachst, wenn du dich rollst und wenn du geschlagen wirst. Der macht halt dann wirklich Bosse und Gegner nur mit dem. Und ich sehe das richtig, richtig gerne. Der ist richtig gut in dem, was er macht. Aber hauptsächlich Bloodborne, Dark Souls 1, 2 und 3. Das sind so seine Steckenpferde. Ich glaube, bei ihm konnte man sogar als Chat konnte man mal eine Dark Souls-Figur steuern. Da konnte der Chat dann aktiv eingeben, nach vorne, Schlag und so ist das dann, konnte man das im Stream sehen. Also wenn man auf so etwas steht und so etwas gerne anschaut, da kann man mal reingucken. Hat man das Dudut gehört? Entschuldigung. Nee. Okay, gut. Dudut. Oh, Demon's Souls. Genau, Demon's Souls hat er auch. Also einfach die Souls-Spiele. Ich mach mal schnell. Also ja gut. Ich dränge mich einfach mal vor, wenn ich so frei sein darf. Dankeschön. Ich habe Stufforder. Stufforder ist bei mir ein Mod und irgendwie ist mir zu Ohren gekommen, dass der Gute auch streamt. Und, mit Cam. Mit Cam sogar und Greenscreen. Und ich mache, also ich persönlich mag Otter sehr gerne. Ist ein super, super, super sympathischer Typ. Meine Freundin hat ihn jetzt die Woche über geguckt, als wir hier rumgebastelt haben. Und ich finde, er macht da einen grundsoliden Job. Er ist ein bisschen so der ruhigere Typ, also nicht so ein aufgedrehter Knallkopf wie andere. Und ich finde, er hat sich sehr viel Mühe gegeben mit seinem Channel. Und ich denke, dass das ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hat. Also, falls ihr möchtet, könnt ihr gerne bei Otter mal vorbeigucken und euch ein bisschen berieseln sagen. Sagt Hi und habt Spaß dort. Daumen of Approval. Otti. Oder soll ich? Oder. Ich habe heute mal eine YouTube-Seite oder einen Content-Creator von YouTube gewählt. Englischsprachiger, abstruser Humor, der mir sehr, sehr gefällt. Also ich weiß nicht, wie häufig ich deren Videos schon geguckt habe. Ich habe alles durch, was die haben. Auntie Donna heißen die. Es ist einfach exakt mein Humor. Der ist so komplett unzusammenhangs. Los, nee, er ist und nee, zusammenhangslos ist er, ja, genau, vollkommen grotesk, dieser Humor, den die haben, aber ich liebe es und ich kann nur jedem empfehlen, sich das auch mal anzugucken. Die waren jetzt vor, ich glaube, 2 Stunden um 9 Uhr waren die auf der PAX-Bühne, habe ich leider verpasst, weil ich hier saß, aber das werde ich mir gleich auch noch angucken, also auf dem Twitch.tv/PAX3 Kanal waren die zugegen und haben da eine kleine Show veranstaltet. Ich hoffe, ich kann mir das jetzt gleich im WOD nochmal angucken. Kann ich nur empfehlen. Darf ich? Ich darf. Ja. Ich habe mir den Marek gekrallt. Den Marek habe ich gefunden über einen Host vor einigen Wochen. Marek ist Illustrator und macht das auch beruflich. Macht zum Beispiel Zeichnungen für viele Brettspiele. Unter anderem, weiß ich gar nicht, aktuell arbeite ich daran, ich habe den Namen vergessen. Aber auch Schulbücher und alles Mögliche, macht seinen eigenen Kram. Und es ist einfach super entspannt. Er ist ein super sympathischer Typ, macht total coole Sachen. Ich bin total verliebt in seinen Kram.
Und ich finde einfach gut, was er macht. Und bin da auch ganz gerne mal, ob im Lurk oder im Chat. Sehr nett. Und kann man auf jeden Fall mal reingucken. Der macht richtig coole Sachen. Ja. Oh Gott, wie niedlich. Mhm. Das ist ja genau meins, ne? Mhm. Der macht echt coole Sachen. Das ist ja, was ist denn das? Ist das, oh Gott, ist das niedlich. Ich mag seinen Stil einfach. Die Katze? Das sieht ja so, nein, das da oben. Was ist das? Ja. Ein Muffin? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, das sieht ja total cute aus. Ist der what the fuck? Ja, ja. Oh, wie super. Ja. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich. Die Schildkröte. Das finde ich gut. Ja. Schlusswörtchen? Oh. Ich fange an. Dankeschön, Leute, dass ihr alle da wart heute. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mal wieder am Internet teilzunehmen, so nach einer Weile. Dankeschön an Ina. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Wir sind super oft abgeschweift, finde ich. Was sehr schön. Ich weiß auch nicht, wieso. Was ist denn da? Das ist keine Ahnung. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr alle da wart und so zahlreich im Chat geschrieben habt. Verzeihung für mein Zeug hier, so wie es gerade ist. Es ist bald wieder gut. Und ich glaube, wir sehen uns in 2 Wochen wieder zum Plankenschnack, wenn ihr Bock habt. Das ist hier nämlich alle 2 Wochen. Und schaut bei uns bei Twitter vorbei, guckt generell in die Streams, falls wir euch sympathisch sind oder was auch immer. Folgt den Leuten, die hier so um mich rum sitzen, falls ihr die noch nicht kennt. Und ich bedanke mich. Gehabet euch wohl und muchas gracias. Dankeschön. Wir sehen uns. Ich quetsche mich jetzt auch mal rein. Auch von mir vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich hier wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hätte gerne mehr über Zelda sinniert und mich unterhalten. Aber niemand spielt es ja hier. Obwohl sie schöne Triforces im Hintergrund stehen haben, weißt du? Wo ich demnächst da raus. Wahrscheinlich spielen sie noch nicht mal Tetris. Aber die Tetris-Lampen im Hintergrund. Das ist die kleinste Geige. Und sie weint nur für dich. Ach so, okay. Mit roten Haaren. Wolltest du dich nie verabschieden? Ja, aber ich sehe ja eh jeden Tag. Was ist heute los? Das ist halt so. Ich fühle mich noch ein bisschen schuldig. Gedanklicher Abschweif. Du dich, warum? Weiß ich nicht, das ist, irgendwie ist es immer so mein Ding. Von A nach B. Aber da, ja, mach mal. Ja, ich sinniere ja sowieso täglich über Zelda, von daher muss ich das ja nicht heute unbedingt machen. habt einen schönen Abend. Ina, danke schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, bis in 2 Wochen hier, ne? In alter Frische. Ina, schön, dass du da warst. Ja. Also wirklich schön, dass du noch einmal mit dabei sein wolltest. Das ist, ne? Danke, es war sehr schön. Danke, dass so viele da waren. Es war ein wundervoller Sonntag. Ich freue mich immer sehr auf den Sonntag, auf den Plankenschnack. Ich finde das schön. Ich hoffe, dass Dizzy dann bald sein Hintergrundwunder, also alles da fertig hat, seine Tischplatte. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden über Twitter, folgt uns auf Twitter. Twitter ist main. Dass ich noch ein paar Bilder auf Twitter bekomme, die ich Stefan zeigen kann, weil wir sind begeistert. Besonders Pippi, ich werde dich so zuballern mit Bildern. Ich habe Videos auf meinem Handy, die kann ich dir schicken. Ich hab hier alles gemacht. Das ist so geil. Ich stehe da total drauf. Ich habe schon 60 GB Videos aufgenommen, die auf meiner Kamera nur warten. Oh, wie gut. Erst nur die Bilder und danach kamen Filme und dann so klack, 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 guckst du her. Sind immer nur so 4 an, gar kein Problem mit dem Strom. Klack, klack, klack. Und dann hinten dran das Ding schon an der Wand und ich so, wow, voll cool. Davon würde ich gerne mehr sehen. Es war wundervoll. Ich freue mich auf die kommende Woche und sage Dankeschön. Schönen Sonntag noch. Ich dachte, du redest noch kurz weiter, dann kann ich nur trinken. jetzt habe ich mich fast verschluckt, weil ich gemerkt habe, oh Gott, jetzt sagt Ende. Dankeschön, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß heute. Ich war ein bisschen aufgeregt, obwohl es schon das 2. Mal war. Aber das erste Mal ist ja jetzt doch schon ein bisschen her. Super entspannt, super lustig.
Es passiert mir sonst nie, dass ich so ausschweife. Niemals. Aber es freut mich, dass ihr auch so seid. Manchmal. Und ich rede schon wieder Schwachsinn. Deswegen sage ich einfach Dankeschön für die Einladung. Ich bin stolz, eine echte Piratin zu sein, weiterhin. Oh, und, Spaß. Oh, oh Gott, einfach da geht's. Ich hab mich verklickt. Deswegen habe ich mich noch eingeladen. Da! Oh Gott! Dankeschön. Und jetzt geh ich gleich aufs Klo. Das musste sein. Wow. Ich muss schon wieder. Und jetzt geh ich aufs Klo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.